Los geht's. 4x6 Kilometer liegen vor den Läuferinnen, die hier als Quartette auf die Strecke gehen. Das ist ein ganz schönes Tohuwabohu da immer am Start. Immer ein bisschen die Gefahr, dass man sich da in die Quere kommt, auf den Ski tritt. Aber wenn ich das hier richtig beobachte, kommen sie alle ganz gut weg unter der Brücke durch. Und Tschechien, wenn ich das richtig gesehen habe, in Führung. Das wird die ganzen tschechischen Fans hier natürlich besonders freuen, die sich gerne erinnern an den Auftakt dieser WM, als die tschechische Mixed-Staffel Bronze geholt hat. Und die Tschechinnen haben ja auch so aufgestellt, dass ihre beiden stärksten Läuferinnen am Anfang laufen. Veronika Vitková, gefolgt später von Gabriela Sukalova. Und schauen wir, Franziska Hildebrand, Rang 4 im Moment, hält sich da ein bisschen aus dem Getümmel hinten raus. Das ist ganz gut. Folgt hier der tschechischen Läuferin, folgt hier Veronika Vitková. Und da gehen sie in den Tunnel. Gleich kommt der erste richtige Anstieg dieser Strecke, Herbert. Wie ist der einzuschätzen? Ja, die gesamte Strecke ist relativ leicht einzuschätzen. Wir sehen hier den ersten Anstieg. Gibt nicht viel her. Die ganze Strecke ist ähnlich der Mixstaffel, oder ist dieselbe Strecke. Hier eine Abfahrt wieder sehr schön zu sehen. Jetzt geht es diesen einzig wahren Anstieg hoch, der hier schön rot markiert ist. Dann geht es wieder runter und gleich rechts rein wieder leicht bergauf über eine Brücke ins Stadion. Und dann ist schon wieder eben. Wir haben eine Gesamtsteigung von 156 Metern, Höhenmetern auf diesen 6 Kilometern. Das Minimum, das die IBU, der Weltverband, fordert, ist 150 Meter. Also wir sind am unteren Limit dieser Strecke. Aber auch die muss gelaufen werden, auch die eben so schnell wie möglich. Ich sage immer, die schwierigste Strecke ist eine ganz ebene Strecke. Da kann ich mich nämlich überhaupt nicht regenerieren. Hier geht es wenigstens ab und zu. Ja, bergauf, bergab. Die Läuferinnen ja dicht zusammen, gerade auf dieser ersten Runde bis zum ersten Schießen. Da besteht natürlich immer die Gefahr, dass man sich ziehen lässt. Schauen wir auf die Zwischenzeit. Vitková vor Bescon, vor Fenne, Tschechien vor Frankreich, vor Norwegen. Franziska Hildebrand hält sich auf Rang 6. 2,5 Sekunden zurück. Die Abstände naturgemäß noch nicht allzu groß hier nach diesem ersten Kilometer. Das wird sich ändern. Nach dem Schießen sortiert sich das Feld meist das erste Mal. Schauen wir noch mal auf den Start. Franziska Hildebrand macht das hier sehr gut. Sie kommt mit den Schnellsten mit. Sie hat sogar die Zeit und Muße, sich hier einzuordnen. Zu diesem Zeitpunkt auf Rang 3. Sie hat die Kontrolle. Alles in Ordnung. Schöner Start von Franziska Hildebrand bis hierhin. Und da haben wir noch mal gesehen, wie Veronika Vitková da direkt an die Spitze gegangen ist. Und Miriam Gössner macht sich schon langsam, aber sicher bereit. Die Französinnen haben jetzt die Führung übernommen. 3 Minuten hinter den Läuferinnen liegen. Aber das besagt noch nicht allzu viel. Man muss allerdings auch hier schon seinen Körper richtig einschätzen können. Wenn man hier schon übertreibt, wird es schwierig direkt mit dem Schießen. Sie haben es noch vielleicht am Rande gesehen, die Tschechin Vitková versucht sofort wieder in Führung zu gehen. Sie wollen natürlich die gute Stimmung provozieren, mit guten Leistungen direkt am Anfang in Führung sein und sich dann tragen lassen hinten raus. Das ist die Chance, die sie sehen. Die Tschechinnen hier in diesem Rennen, bei dem zwischen den stärkeren und den schwächeren Nationen durchaus eine Tendenz in der Aufstellung zu erkennen ist. Die als schwächer einzuschätzenden Nationen haben ihre stärkeren Läuferinnen meistens an Position 1 oder 2 gesetzt, während die stärkeren Nationen, dazu zähle ich zum Beispiel Russland, Frankreich, Norwegen, aber auch die deutsche Mannschaft, die starken Läuferinnen, die kompletten Biathletinnen nach hinten gesetzt haben. Schlussläuferin bei Deutschland, Andrea Henkel, die Silbermedaillengewinnerin aus dem Einzel. Ja, man setzt auf diesen Adrenalinstoß, den du bekommst, wenn du um die Spitze mitläufst, den die Schwächeren vielleicht ausnutzen können, die Flügel bekommen, dann um doch mit der Spitze mithalten zu können. Das ist ja ganz was anderes, als wenn du vorne wegläufst, als wenn du hinterherläufst. Du weißt, jetzt bin ich schon hinten dran und der Rückstand wird immer größer, da wird nichts. Aber wenn ich vorne mitkämpfe, dann wachse ich vielleicht über mich hinaus. Und das ist der Grund. Hören Sie sich diese Stimmung an hier in der Arena. Das hat viele überrascht, dass das hier so ein Biathlonfest ist. Die Biathletinnen und Biathleten selbst genießen das, vergleichen das oft mit einem Fußballstadion von der Lautstärke der Fans hier. Dass man jetzt hier hineinläuft
und in dem man jetzt hier seine Leistung am Schießstand präsentieren darf. Jetzt bei guten Bedingungen kein Wind. Sie haben das Windfähnchen gesehen. Ist also der erste Besuch am Schießstand. Auf Bahn 3 schießt die deutsche Mannschaft. Beim ersten Schießen die Startnummer gleich Schießstandbahn. Sehr gut hat Franziska Hildebrand angeschossen. Ruhig, souverän, 10 Schuss liegend, 10 Schuss stehend und weg war sie wieder. Polen hat den ersten Schuss gesetzt, aber gleich einen Fehler. Norwegen auch mit Fehler. Franziska Hildebrand, gut. Bravo, Franzi. 5 Treffer, Italien genauso. Etwas schneller geschossen als Franziska Hildebrand. Wird sich vor sie setzen. Aber Franziska Hildebrand ist ja auch bekannt dafür, dass sie sehr sicher am Schießstand ist. Das, was im Einzel passiert ist, dass sie so viele Schüsse daneben gesetzt hat. Ein Ausreißer. Italien, Dorothea Viera vor Franziska Hildebrand auf Position 2. 1,9 Sekunden zurück. Dann Thea Gregorin, die Slowenin, 3,3 Sekunden. Der Rest des Feldes sortiert sich dann nach und nach hinten ein. Einzig die Finninnen noch am Schießstand, aber auch sie ohne Strafe. Und das Trefferbild von Franziska Hildebrand. Sie ist ja fast eine Präzisionsschützin, gerade im liegenden Anschlag. Das haben wir schon oft gesehen, das waren ja wirklich perfekte Schüsse. Ich meine, die hat Belastung. Es gibt Biathleten, die wären froh, wenn sie in Ruhe so ein Trefferbild schießen würden. Andrea Henkel beobachtet das Ganze auf der großen Anzeigetafel, auf einer der großen Anzeigetafeln hier im Stadion. Natürlich interessiert, was macht die Mannschaftskameradin, denn Franziska Hildebrand und die beiden, die da noch kommen, Miriam Gössner und Laura Dahlmeier, legen ja die Grundlage für sie als Schlussläuferin. Das kennen wir auch schon von Miriam Gössner. Solche Aufwärmtänzchen veranstaltet sie immer wieder. Und die Athletin jetzt schon wieder im Tunnel. Italien immer noch in Front. Franziska Hildebrand auf Rang 2. Jetzt kommen sie bei den Trainern vorbei, biegen direkt wieder zurück. Das ist ja der Unterschied zu den längeren Strecken. Da wird dann noch mal der Berg hochgelaufen. Hier allerdings geht es von einem Tunnel in den nächsten. Und dass die Italienerin vorne ist, das kommt dem Rest des Feldes ganz gut zu Pass. Denn sie ist nicht der laufstärksten einer. Sie ist eben eine der schwächeren Läuferinnen. Und da kann das Feld aufschließen wieder. Fenne, vor allen Dingen die Norweger, müssen wir ganz stark beobachten. 15 Sekunden zurück nach dem Schießen. Ist ja im Alter in etwa wie Laura Dahlmeier. Konkurrentin bei den Juniorinnen von Laura Dahlmeier. Läuferisch in etwa gleich stark wie Dahlmeier. Also da gibt es schon Parallelen. Anaïs Bescon, das haben wir am rechten Bildrand gesehen, die Französin. Die 25-Jährige hat sich jetzt in Front geschoben, hat sich an Dorothea Viera vorbei gemogelt, hätte ich jetzt fast gesagt, ist dort vorbeigegangen. Julia Dümer, die Ukrainerin, ich hatte es eben gesagt, die Schwächste im Quartett, die beiden Semerenko-Zwillinge und Olena Pidruschna, die Sprintweltmeisterin, die kommen ja noch im weiteren Verlauf, hält da auch noch mit. Hier sehen wir sie. Und Anaïs Bescon leicht in Front. Da hat sich noch nicht viel getan, was die Abstände angeht. In diesem Feld. Jetzt geht's gleich zum Stehenschießen. Und da versucht die Französin direkt mal eine Lücke zu reißen hier. Sich ein gewisses Polster zu verschaffen zwischen den anderen, zwischen den Verfolgerinnen. Sie dann unter Druck zu setzen. Und das ist auch ein bisschen die Bestätigung dessen, was Herbert gesagt hat. Dass die Italienerin das Tempo nicht ganz so hoch gehalten hat. Der Französin war es vielleicht sogar zu langsam. Sie ist vorbeigegangen, sagt, so, jetzt laufe ich mal mein Tempo. Jetzt spiele ich mal meine Stärke aus. Definitiv. Sie weiß, dass sie mit Franziska Hildebrand im Normalfall eine sehr starke Stehenschützin hat. Und die will sie natürlich unter Druck setzen. Und sie weiß auch, dass bei der Ukraine ganz starke Läuferinnen noch kommen. Und da gibt es einen Sturz von Franziska Hildebrand. Habe ich, glaube ich, noch gesehen. Ja, die hat sich irgendwo verhakt. Da sehen wir es. Im Pulk, ja. Mit der Ukraine wahrscheinlich. Ja, ich glaube, die Ukraine war es. Slowenien leidet auch. Oder die 24. Das ist, glaube ich, gar nicht. Das ist Litauen. Ja, schade. Das ist aber jetzt erstens kein Beinbruch im wahrsten Sinne des Wortes. Und zweitens ist es auch ein normaler Rennunfall, würde ich jetzt mal sagen. Aber dennoch ist es. Gilt es jetzt für Franziska Hildebrand, ihren Rhythmus wiederzufinden? Denn man ist ja da in einem, klar, in einem Bewegungsablauf, diesen Berg hinauf, diesen Anstieg. Und der wird unterbrochen, rapide.
durch diesen Sturz natürlich. Da muss sie schnell wieder in Fahrt kommen, im wahrsten Sinne des Wortes, um nicht zu viel Zeit zu verlieren. 4,2 Sekunden, Herbert hat es gesagt, alles im Rahmen noch vom Abstand her. Jetzt, da sie wieder in diese Arena einfahren. Das einzige Problem, was hier auftauchen kann, ist auch der Adrenalinschub, den du bekommst. Das geht ja ganz urplötzlich, du erschrickst, du baust Adrenalin auf und das kann sich in jede Richtung hin, also positiv als auch negativ auswirken. Oftmals rüttelt es einen auch etwas wach und man ist besser bei der Sache. Es kann aber auch sein, dass man plötzlich übersäuert. Ja, aber warten wir ab. Spüren tut es nur Franziska Hildebrand selbst. Die Polinnen haben sich jetzt in Führung geschoben. Christina Pauka, die Silbermedaillengewinnerin der Verfolgung, hat sich riesig gefreut über diese Medaille, den größten Erfolg ihrer Karriere. Die russischen Fans sind auch noch guter Dinge. Die russischen Damen ja nach wie vor ohne Medaille bei dieser Weltmeisterschaft. Für die ist das ein ganz, ganz wichtiges Rennen hier, damit der Druck im Team, im Verband nicht noch größer wird. Denn die Russinnen ja eine der dominierenden Nationen der ganzen letzten Jahre. Und da stehen sie aufgereiht beim stehenden Anschlag. Polen auf Bahn 1, Frankreich, Norwegen auf den folgenden Bahnen. Franziska Hildebrand ungefähr in der Bildmitte. Pauka, die Polin gut, die Italienerin Vira aber perfekt, ist fertig. Die Polin auch. Tschechien durch, deswegen wird es laut hier. Franziska Hildebrand. Sie braucht sich nicht nervös machen lassen von dem Lärm. Ist leichter gesagt als getan natürlich. Man sieht schon etwas nervös. Aber Norwegen auch schon mit einer Strafrunde, wenn ich es richtig sehe, ja. Ah, Franziska, jetzt bitte. Er muss sitzen. Er muss jetzt will sitzen. Sie die Strafrunde Lass vermeiden. Zeit. Ja, gut gemacht, die Nerven behalten. Fokussiert geblieben, trotz der Anspannung, die natürlich immer weiter steigt, je mehr Schüsse daneben gehen. Aber dafür sind die drei Nachlader da, die drei Zusatzchancen, die sie hat. Polen führt vor Tschechien, vor Italien. Und Franziska Hildebrand sortiert sich auf Rang 16 ein, 31 Sekunden zurück. Das haben wir gelernt. Das Nachladen kostet, Sven Fischer hat es gesagt, um die 10 Sekunden. Und hier sehen wir noch mal Franziska, die mit der zweiten Scheibe von rechts beginnt. Aber hier deutlich daneben schießt rechts. Da war nicht mehr viel weiß, nicht mehr viel schwarz. Im Diopter, im Korntunnel, einer rechts, einer links. Ja, und da laufen die Konkurrentinnen vorbei. Und die Zeit vergeht und der Fehler rechts tief weit weg zeigt von ein wenig Nervosität. Ja, und jetzt muss sie über sich hinauswachsen, muss versuchen, auf dieser letzten Runde Zeit gut zu machen, wenn möglich, auf keinen Fall mehr Zeit zu verlieren. Die Tschechinnen vorne, die Russinnen, auf ja, das sind die ersten ganz heißen Kandidatinnen. Und Deutschland auf Platz 16, 3 Nachlader aktuell, 31,4 Sekunden zurück. Miriam Gössner ist die Nächste, die da auf die Strecke gehen wird für das deutsche Quartett. Und von der wissen wir, dass sie durchaus solche Rückstände wettmachen kann, wenn beim Schießen alles passt. Laura Dahlmeier hier, die Debütantin, die ihre WM- und Weltcup-Premiere, also ihre Premiere bei den Großen sozusagen, nach Miriam Gössner feiern wird. Das ist die Spitze. Da sehen wir Russland, da sehen wir Ekaterina Glasyrina, Palka, die Polin als Erste in der Zwischenzeit, Witkova, Vira. Und dann kommt Ekaterina Glasyrina hinter Gerekova, der Slowakin. Alle innerhalb von 10 Sekunden. Skardino, die Weißrussin, zählt da auch noch dazu. Dann Elisabeth Höckberg, die Schwedin, knapp 12 Sekunden zurück. Franziska Hildebrand jetzt mit einer Lücke. Klar, schauen wir, ob sie gewinnt oder verliert oder den Abstand halten kann. Auf Palka. Ja, 30,7 Sekunden. Sie hält mit. Sie ist nicht die Laufschnellste. Das weiß sie. Da geht sie auch ganz offensiv mit um. Und dass sie jetzt hier mit Palka, die durchaus ihr Laufvermögen angedeutet und gezeigt hat in der Verfolgung, wo sie Zweite geworden ist nach Platz 7 im Sprint,
Das ist gut von Franziska Hildebrand. Ja. Das macht sie jetzt gut. Das zeigt aber auch, dass die Runde so nicht viel hergibt. Wir sind jetzt dann bei Miriam Gössen. Hier sehen wir Palka und die Tschechin Vítková. Kleiner Abstand zu Víra, das ist zu erwarten. Ich habe vorher gesagt, Víra nicht jetzt auf der Strecke die schnellste. Hat aber hier ein sehr gutes Rennen für Italien hingelegt. Ja, das, was da vorne an der Spitze passiert, ist eben der Effekt. Palka, Vítková, die starken Läuferinnen in ihren jeweiligen Teams. Und sie machen das, wofür sie aufgestellt worden sind, nämlich ein Polster. Und sei es auch nur ein Polster von 6,7 Sekunden aktuell zwischen sich und die Verfolgerinnen zu legen. Die allerdings natürlich das ihrige tun, um da dran zu bleiben. Allerdings immer in dem Wissen, bei uns kommen die Starken ja noch. Hinten raus auf Position 3 und auf Position 4. Wieder die Referenz. Aber jetzt hat sie ein wenig verloren, Franziska. Ja, diesen Anstieg hoch. Komm, gib Gas. Geht schon noch. Gut, 4 Sekunden ist jetzt nicht ein Bereich, wo man gleich verzweifeln muss. Aber die 34 sind schon erstmal ein großes Pfund. Und wenn man Uwe Müßiggang glaubt, dann wird Miriam Gössner hier nicht so viel gut machen auf dieser Runde. Liegt so ein bisschen an ihrer nicht ganz absoluten Topform, die sie im Moment hat. Aber schauen wir zunächst auf den Wechsel. Tschechien als Erste vor Polen. Dann Slowenien, dann Russland, Italien, die Slowakei. Alle im Bereich von 10 Sekunden. Dann werden die Abstände schon etwas deutlicher für den Moment. Warten wir auf die deutsche Mannschaft, warten wir auf Franziska Hildebrand, die übergeben wird an Miriam Gössner. Die, ich habe ihre nicht ganz absolute Topform eben angesprochen, die hatte sie so im Dezember, im Januar. Und eigentlich hält man seine Topform jetzt, der Wechsel. 36,6 Sekunden der Rückstand. Die absolute Topform hält man so ungefähr 3 Wochen. Länger geht es vom physiologischen, vom körperlichen her eigentlich nicht. Deswegen sie vielleicht nicht auf dem Niveau, wie sie zuletzt auch bei ihren Siegen war. Hier im Überblick Tschechien, Polen, Slowenien, Russland, Italien. Das die Führenden. Italien, fehlerfrei beim Schießen, bislang kein Nachlader. Die anderen vorne alle mussten die Ersatzpatronen bemühen. Und jetzt Magdalena Gwiszton. Für Polen unterwegs Gabriela Sukolova, die ja in Pokljuka so einen hervorragenden Weltcup gezeigt hat, Platz 1, 2 und 3 dort erreichen konnte. Und für die Russinnen, das sehen Sie am blauen Rennanzug, Olga Zaitseva jetzt am Start. Zweimal Vierte hier in Sprint und Verfolgung, Sechste im Einzel. Sie, die ja schon so viele Erfolge mit russischen Staffeln feiern konnte. Und Franziska Hildebrand schaut ein wenig kritisch, vielleicht aber auch nur erschöpft auf das Ergebnis, kann aber zufrieden sein mit dem, was sie uns hier gezeigt hat. Als Startläuferin des deutschen Frauenquartetts. Und vorne Gwiszton und Sukolova in der Abfahrt. Weiterhin mit einem kleinen Polster auf die Verfolgerin. Ein Fehler weniger, der wäre schon gut gewesen. Franziska ist ja eine starke Schütze. Ja. Da haut auch Gerald Hönig auf die Nägel ein wenig. Er weiß, Franziska, und im Müßiggang weiß es auch, ist normal eine sichere, eine gute Schützin. Deshalb steht sie auch da an dieser Position. Sie sind ein wenig nachdenklich im Augenblick. Nachdenklich, so würde ich das auch deuten. Ratlos mit Sicherheit noch nicht, glaube ich. Sie wissen ja, das Potenzial haben die drei anderen, die außer Franziska Hildebrand ins Rennen gehen, zumindest ihrer Meinung nach auf jeden Fall, um eine gute Platzierung zu erreichen. Und sie haben ja gesagt, wir wollen um eine Medaille mitkämpfen. Das ist der Anspruch, den die Trainer also an ihre Läuferinnen formulieren. Gwiszton, Sukolova, Kuzmina, Polen vor Tschechien, vor der Slowakei. Mit 36,6 Sekunden war der Rückstand beim Wechsel auf Miriam Gössner. Da kommt sie 31,2 Sekunden, hat also nach einem Kilometer schon 5 Sekunden auf die Spitze gut gemacht. Und Gwiszton ist eine sehr gute Läuferin.
Ja, und jetzt sagt man natürlich Miri mehr. 1-1er Technik laufen. Die Strecke kommt laut Umhüsegang ihrem Laufstil nicht, ihr nicht entgegen. Aber eine absolute Weltklasse-Läuferin, die sie ja immer noch darstellt, die läuft ja eine Bestzeit nach der anderen oder unter den ersten Dreien auf alle Fälle, muss auch mit so einer Strecke klarkommen. Norwegen ist zurück. Ist für mich eine Überraschung. Eine Strafrunde bei 5 Nachladern. Da hat Ann-Kristin Flatland, die zweite Läuferin der Norweger, einen ganz schönen Rucksack jetzt mit zu tragen bei dieser Staffel, die man durchaus zu den Favoriten zählen kann, eigentlich auch zählen muss. Schließlich haben sie die 2 der letzten 4 Staffeln im Weltcup gewonnen. Die sind jetzt momentan weit zurück. Fast eine Minute. Die haben ihre Juniorin ganz vorne hingestellt. Deren Nerven haben im Stehendanschlag dann versagt. Da wird sie... Sie kann lächeln noch. Ja, das ist ein bisschen Galgenhumor. Ja, wahrscheinlich. Hallo Lea, der Pressesprecher des norwegischen Teams bei ihr. Kein guter Einstand für das norwegische Quartett. ...29,1 Sekunden. Wieder ein bisschen gut gemacht, Miriam Wössner. Auf einer Streckenlänge von 500 Metern. Ja, diese 2-Kilometer-Runde, man wiederholt sich da nur, ist eben relativ flach. Wo willst du viel Zeit gut machen? Du musst am Schießstand sauber arbeiten mit möglichst wenig Nachladern. Das ist einfach so. Nachladen kostet Zeit, im besten Fall 7,2 Sekunden, wie vorhin bei Miriam Gössner gesehen im Vorbericht. Im Durchschnitt 10 Sekunden, also das musst du erstmal reinlaufen. 10 Sekunden. Jetzt kommen die zweiten Läuferinnen der jeweiligen Teams an den Schießstand. Tschechien vorne dabei, Polen dabei, Miriam Gössner nochmal. Einen Platz nach vorne geschoben, ist sie an der Ukraine, ja, an Semerenko vorbeigegangen, noch mal kurz vor dem Schießstand. Und Gabriela Sukalova auf Bahn 2, auf Bahn 1, die Polin Gwiszczon. Beginnt mit einem Fehler. Sukalova trifft. Zweiter Fehler Polen. Russland, Zaitseva, 3 Treffer. Russland fertig, Tschechien ein Fehler für Sukalova. Russland, Zaitseva geht schon wieder auf die Strecke. Miriam Gössner auch da. Sukalova fertig, ein Nachlader. Und Miriam Gössner muss 2-mal nachladen auf jeden Fall. So, lass dir Zeit. Aber die Zeit verrinnt und verrinnt. Das Nachladen kostet so viel Zeit. Und jetzt hat sie noch eine Patrone. Ja. Gott sei Dank. Strafrunde vermieden. Hat viel, viel Zeit gekostet. Und da hat sie alles wieder eingebüßt, was sie herausgelaufen hatte auf ihrer Runde zum Schießstand hin. Zaitseva für Russland liegt in Führung. Die Slowakei 8,1 Sekunden dahinter auf Platz 2. Dann die Tschechinnen. Gabriela Sukalova und Deutschland Rang 13. 50,1 Sekunden zurück nach Miriam Gössners Schießen. Und hier sieht man sie weglaufen. Schnell auf, das sind zu viele Nachlader im Augenblick. 6 Nachlader schon nach 2 Athletinnen. Das ist einfach zu schlecht. Aber Dahlmeier schnauft auch noch mal kurz durch. Ist natürlich anders, als sie sich das gewünscht haben, klar. Wenn wir hier das Tableau, den Zwischenstand sehen nach dem dritten Schießen. Sie haben sich vorgestellt, dass Miriam Gössner eine eventuelle Lücke schließen kann, schließen soll und dann sogar in einen Vorsprung ummünzen soll. Und dass das nicht funktioniert, kann man, glaube ich, aus der Miene von Gerald Hönig, dem Frauentrainer des deutschen Teams, ablesen. Zufriedenheit sieht definitiv anders aus.
Jetzt ist die alte, die ursprüngliche Ordnung wieder hergestellt, die Hackordnung sozusagen. Die Russinnen übernehmen jetzt das Heft. Von den Slowaken und von Gabriela Sukalova, der Tschechin. Kusmina, natürlich eine starke Läuferin. Hat sich vor Zaitseva gesetzt, Sukalova und Zaitseva fast zeitgleich im Rahmen von einer Sekunde. Also das ist ein Trio, was da momentan vorwegläuft. Kalinczyk, die Weißrussin, sehen wir hier Rang 7 momentan. Und Miriam Gössner müht sich redlich in ihrem gewohnten Stil auf der Strecke, die ihr nicht so ganz entgegenkommt. Eher Läuferinnen bevorteilt, die mehr aus dem Oberkörper herauslaufen. Miriam Gössner eine, die mehr Beinarbeit einsetzt. Und das ist auf dieser Strecke offensichtlich nicht das Mittel, was den schnellsten Vortrieb erzeugt. Ja, sie hat 8 Sekunden gut gemacht. Sie läuft so schnell es geht und so schnell sie kann. Sie kämpft, Miriam Gössner. Und da vorne schenken sie sich nichts, die drei. Da sind Führungswechsel fast wie beim Radfahren jetzt zu beobachten. Immer wieder bei der Zwischenzeit allerdings. Kusmina immer kurz vor den anderen beiden, vor Sukalova und Zaitseva. Die Norwegerinnen verlieren ein wenig auf die deutsche Mannschaft. Ich gehe trotzdem immer noch davon aus, dass wir viele von diesen Mannschaften, die wir hier jetzt vor uns sehen, Schweiz, Italien, Slowenien, auch Weißrussland noch überholen werden. Da ist Miriam Gössner wieder, die Gas gibt. Das hat die Französinnen jetzt überholt hier. Hat sich also einen Platz nach vorne gearbeitet. Hat ja arg geknabbert an den schlechten Leistungen, die sie abgeliefert hat, beziehungsweise an den schlechten Ergebnissen, die dabei heraussprangen. Sagt aber auch selbst, ich habe da eigentlich nicht so lange mit zu tun. Ich kann diese relativ schnell abhaken und mich auf die neuen Aufgaben konzentrieren. Eine neue Aufgabe ist das hier heute Abend für sie. Diese Staffel. Ein enorm prestigeträchtiger Wettbewerb, ja. Die Deutschen, wie gesagt, seit 14 Weltmeisterschaften immer auf dem WM-Podest. Eine grandiose, eine bemerkenswerte Serie. Schweden, Rumänien, auch auf der Strecke. Kein allzu großes Problem aktuell für Miriam Gössner. Sie ist schon im Bereich des Stadions. Zieht jetzt hier wahrscheinlich sogar noch an Kanada vorbei. Oder ordnen sie sich ein hinter Megan Heinicke? Versucht jetzt, sie versucht außen vorbeizugehen. Ja. Ukraine ist auch vor ihr. Die anderen haben schon angefangen zu schießen. Tschechien Fehler, Russland schon 2 Fehler für Zaitseva. Müssen nachladen, alle drei Führenden. Tschechien fertig, Sukalova geht in Führung. Die 27.000 feiern. Zaitseva folgt ihr. Taktik der Tschechinnen funktioniert zu diesem Zeitpunkt. Miriam Gössner. Zwei Fehler jetzt noch. 3 Nachladepatronen hat sie. Wieder tickt die Uhr. Wieder 10 Sekunden pro Nachlader. Bravo. Ja, jetzt komm. Lauf, lauf um dein Leben, Miri. Lauf um eine gute Platzierung. Jetzt eine Schlussrunde, wie wir sie schon von ihr gesehen haben, die so beeindruckend ist, wo sie häufig auch mal gerne Laufbestzeiten setzt. Das wäre doch was, das wird sie jetzt noch weiter nach vorne bringen. 47,8 Sekunden
Nach dem ersten Schießen waren es 50 Sekunden etwa, die sie Rückstand hatte. Also alles ungefähr in demselben Rahmen geblieben. Gas geben jetzt, um ihr eine gute Premiere vielleicht zu ermöglichen. Eine etwas bessere Ausgangsposition, formulieren wir es lieber so. Fritz Fischer natürlich nicht zufrieden. Mit Rang 9 wollten sie nicht nach diesen zweiten Schießen hier rausgehen, sondern wesentlich weiter vorne platziert, da wo Tschechien, Russland und Italien derzeit sind. Mit diesem Bild eine kurze Pause. Willkommen in X-Drive Mountain, dem Ort mit 365 Jahreszeiten. Hier ändern sich die Anforderungen an Ihr Fahrzeug oft in Sekundenschnelle. Doch so unsicher die Wettervorhersage ist, so sicher ist das intelligente Allradsystem BMW X-Drive. So vielseitig wie das Wetter selbst. Erleben Sie BMW X-Drive jetzt in über 60 Modellen. Und da sehen wir noch mal eine Studie der deutschen Startläuferin Franziska Hildebrandt. Und die steht jetzt bei Nils Kamm. Ja, Franziska, irgendwie hat man im Moment den Eindruck, das Wettkampfglück macht einen kleinen Bogen um sie. Ist so ein Sturz eine Geschichte, die alles durcheinander bringt dann? Der Sturz kam sicherlich zu einem unglücklichen Zeitpunkt, weil direkt unten an dem Anstieg, da hat es mich gleich erstmal wieder eine ganze Ecke zurückversetzt, was ich ja überhaupt nicht wollte, weil die Position, die ich hatte, die war echt super. Aber mir ist einfach meine Nachbarin auf den Stock oder auf den Ski gelatscht. Und ja, Mist, mich haut es dann halt hin. Und bis ich dann wieder aufgestanden bin, das hat dann doch einige Sekunden gedauert. Und beschäftigt Sie das dann auch noch auf dem Weg zum Stehenschießen? Ja, ich wollte sicherlich nicht ganz so weit hinten stehen schießen. Und ja, wie gesagt, von dem Sturz her fand ich, hatte ich eine echt gute Position. Da hätte ich bleiben wollen. Ich bin mal gespannt, was noch bei rauskommt. Bedanke mich. 46,5 Sekunden nach 5 Kilometern auf ihrer Runde. Miriam Gössner, der Rückstand auf die Spitze, auf die Tschechin Sukalova. Läuft nicht ideal für das deutsche Quartett, beim besten Willen nicht. Steigt dadurch der Druck auf Laura Dahlmeier, Herbert, was denkst du? Ja, weniger wird er nicht, aber ich glaube, dass die Laura ein ganz cooles Mädel ist, die jetzt hier völlig unbekümmert und unbelastet reingeht. Und da müssen wir halt schauen, was rauskommt. Zu viel erwarten sollten wir uns jetzt nicht. Wunderdinge dürfen wir uns keine erwarten. Also wir werden hier nicht eine junge Frau sehen, die hier Bestzeiten vorlegt. Diesen Zahn, glaube ich, muss man gleich ziehen. Aber wir werden eine gute Biathletin sehen, eine gute junge Biathletin, die ihre Sache, so glaube und hoffe ich, doch auch gut macht. Ein guter Auftakt wäre ihr zu wünschen. Seitz war 12 Sekunden hier bei dieser Zwischenzeit zurück. Hinter Sukalova Kusmina 13 Sekunden und die Italienerin Gontier, die hält damit. Mit diesen drei starken Läuferinnen da vorne. Das wird Italien freuen. Vielleicht ein bisschen beflügelt durch den guten Auftritt von Lukas Hofer im Einzel gestern. Es kann natürlich auch das restliche Team positiv beeindrucken. Schauen wir, was Miriam Gössner. Ja, sie konnte etwas gut machen. 5 Sekunden nochmal hier. Rang 8 derzeit für sie. Forto Falvi, der Rumänin. Uwe Müßiggang haben wir hier kurz gesehen, der anfeuert. Und jetzt der Wechsel. Landowa. Jetzt wird es schwächer bei den Führenden, nicht bei den Russinnen. Da bleibt es ausgeglichen gut. Da kommt die Katharina Schumilova jetzt auf die Strecke. Die Slowakei hat auch gewechselt. Da ist Martina Schrapanova jetzt unterwegs. Weißrussen. Auch ihre Stärkste wird ja noch kommen zum Schluss. Daria Domracheva, Ukrainerin. Wechsel zwischen den zwei Schwestern. Vita Semerenko, auch Vali Semerenko. Beide mit Bronze dekoriert. Und Deutschland. 38,7 Sekunden zurück zur Hälfte des Rennens. Da für Laura Dahlmeier. Das Weltcup- und WM-Leben in ihrer Biathlon-Karriere begonnen hat. Zur Halbzeit des Rennens vielleicht mal ein kurzes Zwischenfazit. Tschechien erwartungsgemäß vielleicht nach der Aufstellung der Staffel von der Taktik her weit vorne dabei. Die beiden stärksten Läuferinnen waren unterwegs. Das wird sich jetzt vermutlich etwas ändern. Die Slowakei dank Kusmina, die ja im Sprint auf den kurzen Distanzen eigentlich immer gute Leistungen abliefert, die eine
starke Läuferin ist. Auf zwei Russland und da auf drei jetzt die Norwegerinnen. Für mich die große Überraschung, dass sie so weit zurück sind. 1:23. Das haben sie sich anders vorgestellt, obwohl man unter Journalistenkollegen hier auf den Fluren schon mal gehört hat, nee, wir rechnen eigentlich nicht so sehr mit einer Goldmedaille heute. Eigentlich verwundernswert, so wie sich das norwegische Team bislang hier bei diesen Weltmeisterschaften präsentiert hat. Wo sie am Start waren, gab es eine Medaille. Ja, meistens von Emil Hettle-Svensson oder Thora Berger. Also zwei Athleten, die den Erfolg eines ganzen Teams ausmachen. Natürlich nach der Medaillenbilanz. Aber die einzelnen individuellen zusammengezählten Leistungen sind dann oft mal ein bisschen differierend zu diesen blendenden Ergebnissen. Das sind die berühmten Ausreißer nach oben, die viel überdecken. Darüber wurde auch viel bezüglich des deutschen Biathlons gesprochen. Nach dem Karriereende von Magdalena Neuner und der Frage, wie geht's weiter, können weiter so gute Leistungen erbracht werden. Da muss man genauer hingucken und genauer analysieren, ob sie wirklich in der Breite da sind oder ob es Einzelne mit guten, positiven Ausreißern sind, die diese gute Erinnerung produzieren. Andrea Henkel hier mit ihrem Silber mit Sicherheit eine dieser sehr, sehr positiv zu bewertenden Ausreißer. Vorne jetzt aber Tschechien, Jitka Landová. Hat bei dieser WM noch nicht großartig auf sich aufmerksam gemacht. Bei Russland Jekaterina Schumilova, 15:29. war sie im Sprint und in der Verfolgung. Michaela Ponza, die erfahrene Italienerin, vorne auch noch dabei. Profitiert von der guten Grundlage, die ihr gelegt worden wurde. Und Franziska Hildebrand hat sich angezogen, ist warm eingepackt hier und schaut sich das skeptisch und kritisch aus der Ferne an. Laura Dahlmeier, der erste Weltcup-WM-Kilometer, liegt hinter der dreimaligen Junioren-Weltmeisterin. 26,2 Sekunden. Sie ist sehr ambitioniert angegangen. 12 Sekunden gar. Auf dem ersten Kilometer. Kilometer gut gemacht. Hoffentlich geht das gut. Aber ich, wie gesagt, sie ist eine gute, eine junge Biathletin. Da nochmal der Wechsel. Die gibt Gas, die Laura Dahlmeier, die will was. Hören wir aber erstmal, was Miriam Gössner nach ihrem Rennen, über ihr Rennen zu berichten hat. Nils Kaben, bitte. Ja, Miriam Gössner ist da. Miriam von 14 auf 8. Das ist die eine Seite der Medaille. 6 Nachlader sind die andere. Ist die Schießerei bei Ihnen eher Kopf- oder doch eine Techniksache? Ich weiß nicht. Ich glaube, heute liegen die waren alle ein bisschen hoch in die Bewegung geschossen. Ich wollte einfach Zeit gut machen. Und ja, es ist ein bisschen, wenn man so unter Druck steht, dann schießt man halt ein bisschen risikofreudiger. Und das war nicht ganz so glücklich heute. Ist es in der Staffel immer noch mal was anderes, als wenn es in einem individuellen Wettbewerb passieren würde? Auf jeden Fall. Man möchte es für die Mädels besonders gut machen. Und es ist ein bisschen schade auf der Strecke. Da kann man läuferisch nicht so viel gut machen. Und da kommt es halt dann wirklich aufs Schießen an. Und da ist halt dann ein Nachlader oder mehr oder weniger schon sehr entscheidend. Und ja, ich habe trotzdem versucht, alles zu geben. Und ich denke, mit 30 Sekunden waren wir doch gut dabei. Und die zwei, die jetzt hinten rauskommen, die machen bestimmt noch mal ein tolles Rennen. Und dann schauen wir mal. Sie sind ja mit Laura Dahlmeier auf einer Stube, hat sie uns verraten. Können Sie uns ein bisschen helfen, mit welchem Enthusiasmus geht sie in dieses Rennen? Oder doch mit einer ordentlichen Portion Nervosität auch? Nee, also die Laura war ganz cool. Die hat sich richtig darauf gefreut, dass sie laufen darf. Und ich glaube, dass sie das heute super machen wird, weil Laura ist eine sehr, sehr gute Schützin. Und ich vertraue ihr da voll. Und ja, es macht richtig Spaß. Und wir hoffen, dass Sie recht behalten. Danke. Miriam Gössner hat hervorragend angeschossen. Ich habe mir heute extra jede Athletin noch mal wirklich konzentriert angesehen beim Anschießen. Miriam Gössner hat liegend und stehend gut angeschossen. Sogar so, dass sie sich richtig gefreut hat nach dem stehend Trefferbild. Geil, das war super, ja, und es war wirklich alles bereitet. Aber die Nervosität kommt dazu. Sie hat es ja gesagt, man will es besonders gut machen. Und heute das erste Mal eine realistische Einschätzung dessen, was sie hier geleistet hat. Also nichts kaschiert, sondern gesagt, ja, das war nicht so gut. Und das hat mir heute und jetzt besonders gut gefallen an diesen Worten von Miriam Gössner. Tschechien, Italien, da sehen wir Russland. Und die Slowakei, das sind die führenden vier. Die Slowakin ganz vorne auf der Bahn 1. Italien, Tschechien, Russland. Und 20 Sekunden Rückstand nur noch.
Gutes Schießen von allen. Slowakei jetzt mit zwei Fehlern. Ponza, die Italienerin, fehlerfrei. Russland aber auch mit Schumilova. Tschechien ebenfalls. Landova. Super. Super. Von Nervosität habe ich da jetzt nichts gesehen. Gar nichts. Aus der Ferne guckt sie sogar noch mal hin. Ja. Vielleicht vergewissert sie sich da noch mal. Ja, Mensch, die sind ja tatsächlich alle weiß da vorne. Super. Laura Dahlmeier schnell angegangen hier. Und jetzt sind es noch 20 Sekunden. Sie hat mit 38,7 Sekunden Rückstand übernommen. Also fast 19 Sekunden gut gemacht. Und es ist statt Rang 8 jetzt auf einmal wieder Rang 4. Hohes Risiko sind die Trainer gegangen. Momentan scheint sich diese risikoreiche Aufstellung zu bewähren und die Entscheidung richtig gewesen zu sein. Ja, wir warten da stehen, schießen ab. Sie ist eine gute Schützin. Aber man soll den Tag auch im Biathlon nicht vor dem Abend loben. Zum Glück sind wir schon fast am Abend. Aber ich habe ja auch gesagt, momentan, Herbert. Norwegen indes fehlerfrei hier. Kleiner Wiedergutmachung. Und die Schweiz hier. Auch mit einem Nachlader ausgekommen. Ist ja ein Schweizer Quartett, was aus einem Geschwistertrio besteht und einer sogenannten, wie soll man sagen, dazugenommenen, Patricia Joss. Das ist sie hier, die bei den drei Gasparin-Schwestern sozusagen das Quartett komplettiert. Und noch einmal dieses perfekte Schießen von Laura Dahlmeier, einer 19-Jährigen, die noch nie gegen diese absolute Weltspitze gelaufen ist. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Und mit 0,5 haut die Dinger weg und holt Sekunde um Sekunde auf. Fritz Fischer freut's uns. Und sogar Anerkennung, natürlich Anerkennung ja, von Franziska Hildebrand, die jetzt ja nur noch hoffen kann, dass die anderen auf der Strecke eine gute Leistung bringen und ein gutes Ergebnis bringen. Italien, Russland, Tschechien, dann Deutschland. Allerdings 8 Nachlader schon. Die davor platzierten 3 bzw. 2 Nachlader. Aber immerhin, ich will nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Der Weltmeistertitel letztes Jahr, den gab es mit 10 Nachladern und einer Strafrunde. Ja, da hat man dann gewonnen, trotz Magdalena Neuner. Ja, das stimmt. Sie hat die Magdalena, nicht böse sein, wenn du es jetzt hörst. Aber es war ja eine Sensationsstaffel damals. Absolut. Und das Gewinnen und Verlieren immer eine Staffel, alle zusammen. Ganz logisch. Genau. Ponza, Schumilova, Landova, dann Dahlmeier. Wieder 4 Sekunden gut gemacht. Die ist super drauf auf der Strecke hier bei ihrer ersten WM-Staffel, bei ihrer ersten Staffel bei den Seniorinnen, wie es ja so schön heißt. Sie, die eigentlich ein so bodenständiger Typ ist, ganz unbekümmert aber auch, sich gefreut hat natürlich, sowohl über die Nominierung und auch über den Einsatz, obwohl dem natürlich eine schwierige Entscheidung zugrunde lag, nämlich Nadine Horchler, die in Antols eine so gute Leistung gezeigt hat, aus der Staffel rauszunehmen, die allerdings hier bei dieser WM keine guten Laufleistungen angeboten hat. Synnøve Solemdahl, die Norwegerin, auf Rang 9. Direkt davor die Französinnen, die ja nach vielen Silbermedaillen durchaus auch mal eine goldene im Visier hatten. Momentan sieht es nicht danach aus. Das Führungstrio. Tschechien, Italien, Russland. Wir wissen, da wir da hinten Laura Dahlmeier sehen, dass Nadine Horchler hier an der Strecke ist. Das hat sie sich natürlich nicht nehmen lassen. Dazu, sie gehört zum Team, ob sie jetzt hier läuft oder nicht. Und hat uns erzählt, ja, eigentlich hätte ich es mir heute schon zugetraut, aber sie kann diese Entscheidung nachvollziehen und wird natürlich mitfiebern mit ihren Mannschaftskameradinnen hier und natürlich auch mit ihr, mit Laura Dahlmeier, die schon wieder gut macht hier. 13,3 Sekunden, nur noch der Rückstand. Ja, vorne, das Feld kommt ihr ein wenig entgegen. Die sind jetzt auch alles keine, viel schlimmer ist da Semarenko, die wir gerade gesehen haben. Valentina Semarenko, die jetzt nur 4 Sekunden hinter Laura Dahlmeier ist. Die Ukraine ist eine ganz starke Favoritenmannschaft, definitiv.
Und vorne noch die Russinnen. Alle anderen sollten wir dann schon langsam in den Griff bekommen. Wenn Laura so weitermacht, dann sowieso. Hervorragend ihr Rennen. Da wird sie uns bestimmt nachher erzählen können, wie sie das angegangen ist, was sie mitbekommen hat von dieser Stimmung, die hier herrscht, die die Läuferin jedes Mal begrüßt, wenn sie hier über diese Brücke da hinten ins Stadion kommen, dann an der Tribüne komplett vorbeilaufen, um dann zum Schießstand zu fahren. Die wird sich wundern und sagen, wie, die sind jetzt schon vor mir, wie mache ich das? Es ist ja toll. Die hat sie ja im Blick und ist nur noch 50 Meter zurück hinter diesen dreien und das ist die Spitze. Das kann auch noch mal zusätzliche Kräfte freisetzen, aber Kräfte spielen jetzt eine eher zweitrangige Rolle. Jetzt zählt Konzentration auf das Stehenschießen bei Windstille. Eines der wichtigsten Stehenschießen ihrer kurzen Karriere. Da ist sie. Überall wird es gelb. Ja. Bis auf Ukraine nicht. Ukraine fertig. Bravo! Aber Laura Dahlmeier. Sehr gut. Kein Nachlader für Sie. Das nenne ich mal Nervenstärke. Hervorragend. Nach wie vor. Sie geht, schauen Sie unten rechts hin, als Zweite raus hier. Nach Vali Semerenko. Mit nur 1,6 Sekunden Rückstand hinter der Bronzemedaillengewinnerin im Einzel, zu der sie jetzt schon aufgelaufen ist. Und keck, geht sie ran, versucht sie sogar vorbeizukommen. Die geht vorbei. Laura Dahlmeier will die Führung. Während wir hier die Norwegerinnen sehen. Auch stark, Synnøve Solemdahl. Französin, zwei Nachlader erneut. Schrapanova aus der Slowakei. Aus Weißrussland über Rezava. Steht diesmal, das ist gut. Hatte sich ja versehentlich hingelegt. beim Einzel musste rausgenommen werden. War also disqualifiziert. Bei den Polinnen geht es jetzt erwartungsgemäß etwas dahin. Da Pauka und Gwiston als stärkste Läuferinnen ja ganz am Anfang waren, fallen sie zurück. Und ich bin gespannt auf das nächste Bild von der Strecke, den wir da sehen. Ja, und das habe ich fast gedacht. Laura Dahlmeier vorbei an Semerenko, an der Ukrainerin. Aber die kann auch schnell laufen. Das ist eine Medaillengewinnerin dieser WM. Ja. Und da läuft eine Juniorin. Also der Unterschied zwischen Juniorinnen und ihr in der Weltcup bei den Senioren, ich sage dieses Wort so ungern, der ist natürlich normal immens. Und hier das Trefferbild. Ein wenig Glück beim vierten, aber der letzte wieder sauber drin. Sensationell, das darf man jetzt ruhig mehr sagen. Und das ist Erleichterung, was wir auf Fritz Fischer gesehen haben. Und das Freude über die riesenklasse Leistung der Mannschaftskameraden. Bernd Wohlfahrt, der Mannschaftsarzt, und Franziska Hildebrand etwas verhalten auf der Strecke. Die Betreuer allesamt natürlich glücklich. Während wir vorne Armin Auchenthaler, den US-amerikanischen Trainer, gesehen haben, der etwas bedröppelt reinschaut auf Rang 13 momentan die US-amerikanische Staffel mit 6 Nachladern. Und jetzt ist die Ukraine wieder vorbeigegangen an Laura Dahlmeier. Aber Herbert hat es gesagt, das ist eine Medaillengewinnerin, eine Bronzemedaillengewinnerin dieser WM. Und Vali Semerenko hat auch sogar schon Silber mit der Staffel gewonnen 2008. Also die hat Erfahrung. Die weiß, wie man solche WM-Rennen angehen muss. Und eine Juniorin hält da aber mit, egal ob sie jetzt direkt vor Semerenko ist oder direkt hinter ihr. Ponza 17,7 Sekunden zurück. Da ist schon ein gewisses Polster jetzt da. Ja, Russinnen und die Norwegerinnen, die müssen wir natürlich stets beachten. Wenn Thora Berger jetzt dann kommt, das schnelle Schießen kennen wir. Da darfst du nicht viel nachladen, sonst bist du ganz schnell mal eingeholt. Andrea Henkel weiß das, keine Frage. 37,7 Sekunden aktuell, 37,9, Entschuldigung, von Synnøve Solemdahl aus Lillehammer, die ja schon einen Saisonsieg hat. Und Miriam Gössner, die freut sich.
Na klar, ist ja immer so jemand, der gerne lacht, gerne strahlt. Und wenn es solch einen Anlass gibt, natürlich. Klar, und Fritz Fischer jetzt peitscht, schreit Laura Dahlmeier nach vorne. Und da geht sie auf Angriff. Die läuft nicht einfach nur mit und versucht dran zu bleiben. Nein, die versucht hier, Vali Semerenko zu zeigen, wer hier die größeren Reserven hat und wer hier die Herrin auf der Strecke ist. Laura Dahlmeier, Wahnsinn, mit 19 Jahren. Solch eine Vorstellung hier. Klasse. Und wenn du den Anstieg kennst, jetzt sieht er ja so flach aus. Er ist ja für die Athleten relativ flach. Aber dass diese 1-1er-Technik als Frau so lange da hochzulaufen, das ist alleine schon alle, also Wahnsinn. Ich bin ganz aus dem Häuschen. Diese Leistung von Dahlmeier ist einfach unbeschreiblich. 1,3 Sekunden Vorsprung. Die Momentaufnahme hier bei 5,5 Kilometern. 500 Meter vor dem Ziel. Dem Ziel für Laura Dahlmeier, für ihr kleines eigenes Rennen innerhalb dieser Staffel. Natürlich vor dem letzten Wechsel, muss es heißen, auf Andrea Henkel, auf die erfolgreichste Deutsche. Kein Wunder, momentan bei diesen WM-Weltmeisterschaften, die mit der größten Routine im deutschen Team bei ihrer 14. WM jetzt hier den Schlusspart übernehmen wird bei dieser Staffel. Und da ist Laura Dahlmeier als Erste. Und Andrea Henkel ist unterwegs. 3,3 Sekunden hat sie noch mal etwas gut gemacht auf den letzten 500 Metern. Respekt vor dieser Leistung, die junge Partenkirchnerin hier gezeigt hat. Ein hohes Risiko sind die Trainer gegangen. Mutige Entscheidung haben sie getroffen. Laura Dahlmeier hat gezeigt, dass diese mutige Entscheidung richtig war am heutigen Abend. 24,9 Sekunden, Italien der Rückstand. Und sie ist einfach nur noch platt, aber sie lächelt. Klasse Rennen. Man kann es nicht oft genug sagen. Die Norwegerinnen auf Rang 4 mit 38,6 Sekunden. Und das ist die Dominatorin dieser WM, Thora Berger, die jetzt auf die Strecke geht. In jedem Rennen bisher eine Medaille, dreimal Gold, zweimal Silber. Sie ist das Maß aller Dinge bislang. Und sie gilt es jetzt irgendwie, wie auch immer, in Schach zu halten. Wenn die deutschen Frauen ein Wörtchen mitreden wollen um einen Platz auf dem Podest. Und da Daumen hoch, na klar, für die Mannschaftskameradin. Schöne Bilder einer glücklichen, einer erleichterten Laura Dahlmeier. Trainingspartnerinnen sind die beiden, ja, Miriam Gössner und Laura Dahlmeier bei Bernhard Kröll. In Mittenwald haben sie trainiert, eine Trainingsgruppe, zu der übrigens auch, das nur am Rande, Magdalena Neuner mal gehört hat. Deutschland vor der Ukraine, vor Italien. Kurz der Moment mal, um durchzuatmen. Willkommen in X-Drive Mountain, dem Ort mit 365 Jahreszeiten. Hier ändern sich die Anforderungen an Ihr Fahrzeug oft in Sekundenschnelle. Doch so unsicher die Wettervorhersage ist, so sicher ist das intelligente Allradsystem BMW X-Drive. So vielseitig wie das Wetter selbst. Erleben Sie BMW X-Drive jetzt in über 60 Modellen. Und irgendwie wirkt Gerald Hönig immer noch ein wenig versteinert. Naja, er wird sich auch denken, klar, das war jetzt nach drei Läuferinnen ein toller Blick, den ich da auf die Anzeigetafel erhaschen kann. Aber es kommt ja noch eine. Und auch bei Andrea Henkel gegen Thora Berger, gegen Olena Pietruschna und wie sie alle heißen, die da zum Schluss laufen, da kann viel passieren. Klar, und da ist Berger an Russland vorbei. Olga Vilukina, ja, die Schlussläuferin für die russische Staffel. In dem blauen Rennanzug zu erkennen. Und Andrea Henkel bei der ersten Zwischenzeit. Ich bin gespannt, wie weit Olena Pietruschna, die Sprintweltmeisterin, zurück ist. 6,8 Sekunden. Verliert. Gut, die verliert. Ja, ungefähr denselben Abstand, den sie schon im Ziel hatte, noch mal obendrauf. Und so kennen wir Thora Berger. Ja, die ist jetzt schon bald auf einem Bronzerang, wenn es so weitergeht. Oberhofer wird sie dann wahrscheinlich noch mal. Ja. Da kommt sie. Ja. Schwer zu schätzen bei dieser Kameraperspektive. Das verzerrt ein wenig, wie viele Meter das sind. Es sind 12 Sekunden aktuell. Aber das ist ganz am Anfang.
dieser 6 Kilometer. Einen haben wir erst absolviert. Oder was heißt wir? Die Damen, die da unten unterwegs sind, die Höchstleistungen vollbringen. Und die Französinnen sind auch wieder da, haben aufgeschlossen. Und Andrea Henke geht jetzt hier diesen langen Anstieg hinauf. An den im Wald verstreuten Fans vorbei. Die hat ja gesagt, ich habe längst noch nicht genug. Auch bei meiner 14. WM, auch bei meiner 16. WM-Medaille nach dem Silber. Das reicht mir nicht. Ich will noch mehr. So kennt man sie. Ehrgeizig, positiv ehrgeizig, immer motiviert, wenn sie an den Start geht. Will sie und kann sich im Umkehrschluss auch richtig, richtig ärgern, wenn es daneben geht. So wie es im Sprint wieder einmal leider hier bei diesen Weltmeisterschaften der Fall war. Kann sich aber auch richtig freuen über Silber, über ihre gute Leistung im Verfolger, wo sie von 33 auf Platz 6 nach vorne gelaufen ist. Und hier legt sie noch mal ein bisschen Abstand zwischen sich und Petruschna. 8,7 Sekunden. Petruschna müsste ja versuchen, dahin zu laufen. Sie ist immerhin die Sprint-Weltmeisterin und das wirst du nicht mit langsamem Laufen. Also das entweder hält Andrea das Tempo so hoch. Wir schauen zum Vergleich mit Berger. 23,6 Sekunden, das nur zur Vollständigkeit. Oberhofers Rückstand. 38,6 Sekunden war der Rückstand von Norwegen. 33,6, also 5 Sekunden, holt Berger auf Henkel auf. Also Henkel läuft ja ihr Tempo und Petruschna kann dem noch nicht folgen. Marie Doron-Aber, die haben wir hinter Thora Berger gesehen. Die Silbermedaillengewinnerin in der Mixstaffel für Frankreich. Die ist so im Sog von Thora Berger. Die schieben sich da von hinten langsam, aber sicher heran. Andrea Henkel beim Schießen. Sie hat ein Kunststück vollbracht. Sie hat nämlich die letzten 8 Schießen komplett fehlerfrei absolviert. 4x0 im Verfolger, 4x0 im Einzel. Das zeigt, dass sie ihre Sicherheit am Schießstand offensichtlich zurückgewonnen hat. Und das wäre doch jetzt auch was. Mit 0, ohne Nachlade hier rauszugehen und dadurch die anderen erstmal schön unter Druck zu setzen. Das wäre jetzt die Idealvorstellung. Dafür hat sie beim Anschießen unter Belastung einen Fehler geschossen. Liegend. Mal schauen, wie es jetzt geht. Wir hoffen und drücken die Daumen. Fehler, noch nichts passiert. Die Ukraine indes. Petruschna fehlerfrei wird dann Henkel von. Nein, gleichzeitig stehen sie auf. Gleichzeitig gehen sie raus. Und eben konnte Henkel Petruschna ja in Schach halten. Thora Berger ist da. Oberhofer für Italien fehlerfrei. 1,4 Sekunden, das ist nichts. Dieser Rückstand von Andrea Henkel. Was macht Thora Berger? Sie zeigt das, was wir von ihr kennen. Doron-Aber für Frankreich, aber auch gut. Olga Vilukina auch fertig. Jetzt kommen sie, jetzt kommt die Meute. Hinter den Führenden hinterher. 10 Sekunden Rückstand für Oberhofer. Um die 20, 21, 22 Sekunden dann für Frankreich, Norwegen und Russland. Deutschland aktuell auf einem Silberplatz. Wer hätte das gedacht für die Staffel, die wir vorsichtig mal zum erweiterten Favoritenkreis gezählt haben. Ukraine haben wir auf der Liste gehabt bei den Favoriten. Frankreich, Norwegen, Russland, das sind die Nationen. Italien, ja, ist Sensation. Das ist unglaublich, dass wir da vorne sind. Beste Platzierung 5 im Weltcup. Also die Italienerinnen, was die hier abziehen, ist wirklich ganz große Klasse. Die größte Überraschung in diesem Feld. Im Gleichschritt gehen sie hier hoch. Petruschna und Henkel. Die eine 26, die andere 35. 10 Jahre, fast 9, trennen diese beiden. Eine ganze Athletengeneration. Ja, genau. Ja. Und die nächste haben wir auch schon wieder gesehen mit Laura Dahlmeier, mit ihren 19 Jahren. Läuferinnen aller Altersklassen hier am Start. Und wie fiebern sie hier mit? Ja, ein Fehler, oder beziehungsweise ein Nachlader. Den haben sie beobachtet bei Andrea Henkel und da gibt es keinen anderen Gesprächsstoff im Moment als das, was macht Andrea hier als unsere Schlussläuferin bei diesem WM-Rennen, bei dem es darum geht, nach 2 Goldmedaillen gewinnen nacheinander für eine deutsche Staffel bei Weltmeisterschaften.
hier vielleicht die dritte Medaille dazu zu fügen. Welche Farbe sie auch immer haben mag, da wollen wir jetzt noch nicht drüber spekulieren, sondern uns über jede Medaille freuen, so es denn eine wird. Aber 0,5 müssen her. 0,5 müssen her. Da kommt Berger, da kommt die Französin Dorin Aber, sehr gute Schützin. Da müssen jetzt 0,5 her. Aber sie hat das Potenzial, Andrea Henkel. Sie hat es. Sie hat alles, was man dafür braucht. Sie hat die Erfahrung, sie hat die Konstitution, die körperliche auch im Moment. 0,7 Sekunden, da ist gar nichts passiert zwischen den beiden. Gucken wir nach hinten. Ja, Petruschina läuft mir zu langsam und mir bleibt Andrea zu lange dahinter. 7 Sekunden, Oberhofer, 10 Sekunden. Oh, da haben sie deutlich aufgeholt, ganz deutlich die Verfolgerinnen. Ich glaube, Andrea könnte schneller laufen und denkt sich, das wird ein Zweikampf und registriert vielleicht nicht, dass von hinten die Meute kommt. Da ist ein Stock weg von Berger. Kriegt eine 9. Ganz schnell, war quasi die beste Stelle, um einen Stock zu verlieren oder einen Stock wegzuwerfen. Die Betreuer stehen da ja, haben das Ersatzmaterial parat. Da hat sie keine großen Strecken gehabt, wo sie mit einem Stock nur laufen musste. Und Andrea Henkel und Petruschina hier parallel auf der Abfahrt. Henkel müsste es aber eigentlich wissen, wie es hinten zugeht. Denn es stehen da immerhin Betreuer an der Strecke. Die könnten ihr doch diese Information weitergeben. Ja, das ist richtig. Es hängt natürlich schon auch von der Athletin und den Entscheidungen der Athletin ab. Das ist ganz klar. Wie fühlt sie sich? Jetzt kommt sie hier in den langen Anstieg. Jetzt mit der Angriff. Vor. Das ist wichtig, weil Petruschina braucht Druck. Die darf hier nicht ihr Tempo zum Skistand laufen. Andrea Henkel jetzt an der Spitze. Oberhofer, schaut, wo holt er das her? Super, super. Sie war ja achte bislang als bestes Ergebnis ihrer Karriere. Das war in diesem Jahr in Antols. Das war so der Ausreißer. War hier immer in den 20er-Rennen platziert. Und Herbert, schau noch mal auf Tora Berger. Die hat jetzt auch nur noch einen Handschuh, wenn du das siehst. Genau an der Hand, wo der Stock weg war, den Ersatzstock, den sie sich hat geben lassen. Da fehlt der Handschuh jetzt. Ja. Und das ist auch die Hand, mit der sie den Abzug betätigt. Ist das ein Nachteil? Nein, im Gegenteil. Also wenn sie läuferisch damit zurechtkommt, wenn die Hand jetzt nicht kalt wird, dann hat sie alles Gefühl der Welt. Und hier sehen wir, was sehen wir? Da muss ja praktisch Handschuh und Stock gleichzeitig. Da hat sie auf jeden Fall noch beide. Ja, ist der Ursprung die rechte Hand offensichtlich noch? Ja. Der rechte Arm, was macht sie? Was wird sie wahrscheinlich draufgestiegen werden? Weil sonst reißt sie ja jetzt. Ja, da fliegt der Handschuh. Alles. Handschuh und. Also Stock und Handschuh fliegen weg, weil die Französin draufgestiegen ist. Ja. Keine Absicht. Aber in der Familie liegt es ja offensichtlich, keine kalten Hände zu kriegen. Ja. Lars Berger, ihr Bruder, läuft immer ohne Handschuhe. Minus ein Grad haben wir im Moment und hören von Sven Fischer, der ja auch immer ohne Handschuhe gelaufen ist. Ach, das ist überhaupt kein Problem. Das hältst du locker aus. Schauen wir, ob Berger das tatsächlich so ohne weiteres aushält. Aber freuen uns jetzt erstmal und sind gespannt. Showdown. Das letzte Schießen dieser Staffel, dieser WM-Staffel hier bei den Frauen. Mit einer Andrea Henkel, die führt. Es ist, Herbert, ja, der Showdown. Wie so oft entscheidet sich alles beim letzten Schießen, beim Stehendanschlag, zu dem fünf Läuferinnen fast gleichzeitig kommen. Anspannung natürlich auch bei Gerald Hönig. Seit 20 Jahren arbeitet er mit Andrea Henkel. Jetzt zählt aber nur dieser Moment. Berger. Die kann am schnellsten stehen schießen von all diesen fünf Athletinnen. Beginnen mit Fehler die Norwegerinnen und die Ukrainerinnen. Henkel trifft, lässt sich Zeit, jetzt auch der Fehler bei Andrea Henkel. Italien, Oberhofer. Das gibt's doch nicht. Oberhofer grandios. So. Geht in Führung. Berger ist weg. Petruschina ist weg. Das Podest für Andrea Henkel auch weg. Ja. Jetzt komm, Andrea. Hau den weg und auf geht's. Jawohl. Sehr gut. Oberhofer, Petruschina, Berger. 1,3 bzw. 2,3 Sekunden der Abstand. Jetzt Andrea Henkel. Die Russin ist da auch noch vorbeigehuscht. Olga Vilukina. Fünfte sind sie, 15 Sekunden. Jetzt alles geben, alles, was in ihrem Körper steckt, muss sie jetzt mobilisieren an Kraft, um hinterherzukommen, hinter diesem Führungstrio. Vorbei geht sie an der Russin, denn jetzt zählt nicht mehr taktieren, jetzt zählt nur noch Gas geben. Und Oberhofer jetzt auf der Flucht, wenn man sich das so anguckt, vor den beiden, die da von hinten ranstürmen. Schauen Sie auf Tora Berger, unnachahmlicher Stil.
Sie, die so beißen kann. Sie, die sich so motivieren kann, so viele Kräfte mobilisieren kann, fliegt da vorbei, gemeinsam mit Pietroschna an der Italienerin. Die wird sich sagen, na sowas, wer hat mich denn da jetzt so im Vorbeigehen mal eben überholt? Und Berger, während die anderen schon sehr frühzeitig hier den Rhythmus wechseln, hält noch 3-4 Schritte einfach weiter. Das Tempo extrem hoch und das kann sie auch. Unglaublich, was Tora Berger hier zeigt, obwohl man sagen muss, das sieht hier enorm schnell aus, aber sie ist nicht die schnellste Läuferin aller Biathletinnen hier. Aber auf der letzten Runde, da kann sie so richtig zum Tier werden, die Tora. Und da befürchte ich, ist für die anderen jetzt nichts mehr zu holen. Da geht es jetzt noch um die Platzierungen. Und ich weiß nicht, ob Andrea das einholen kann. 0,5 wären es gewesen, ich habe es vorher gesagt. Die Reaktion. Zwei Nachlader sind hier zu viel. Schade, das war so ein tolles Rennen. Ja, und aber schauen wir mal, vielleicht geht ja noch was auf 3. Oberhofer hält noch mit, das heißt, die Geschwindigkeit kann sie halten im Augenblick. Schwierig einzuholen. 11 Nachlader jetzt insgesamt für die deutsche Mannschaft. Die Norwegerin als einzige da vorne mit einer Strafrunde belastet. Die anderen alle ohne Strafrunde. Umso stärker ist die Leistung der Norwegerin natürlich einzuschätzen, da sie hier führen. 3,5 Sekunden vor der Ukraine und Italien. Klasse, sensationelles Ergebnis, kann man glaube ich sagen. Für die Italienerinnen, die bei WM-Wettbewerben noch nie in Erscheinung getreten sind, was den Kampf ums Podium angeht. Sie waren in Ruhpolding 12. Bei den Olympischen Spielen waren sie 11. in Vancouver. Eine WM-Medaille gab es noch nie für Italien in der Frauenstaffel. Andrea Henkel jetzt auf Rang 4 vorgelaufen. Aber schauen Sie auf den Abstand. Das sind 20 Sekunden knapp vor die drei vorne an der Spitze Vorsprung haben vor Andrea Henkel. Das kann niemand mehr einholen. Und das kann auch Andrea nicht einholen. Berger wird hier gewinnen. Das steht jetzt fest. Also die, wenn die jetzt nicht noch ganz böse auf die Nase fällt, was wir ihr beim besten Willen nicht wünschen wollen, dann ist das sicher. Dann ist das wieder eine Medaille, wieder einmal eine goldene für Tora Berger. Es wird dann ihre 4. werden. Die insgesamt 7. Medaille, wenn ich richtig gerechnet habe, für die norwegische Mannschaft. Inge Helge Svensson ja auch schon dreimal mit Gold dekoriert bei den Männern, inklusive der Mixstaffel. Der norwegische Männertrainer, da sehen wir ihn. Peitschau, Tora Berger jetzt hier gerade hoch. Die sind ja alle immer unterwegs dann hier an der Strecke. Aber auch Pietruschna wird angefeuert hier, um eventuell irgendwie dagegen zu halten. Noch 7,2 Sekunden der Rückstand. Verlieren aber. Und Andrea Henkel müht sich, muss schauen, dass sie den 4. Platz behält. Die Russin kommt. Biluchina greift nochmal an. Und da kommen auch noch die Französinnen. Die ist schnell, Marie-Dorin Habert. Und da ist Vilukina vorbei. Sie, die vor einem Jahr ja die einzige Medaille gewinnen konnte für die russischen Frauen bei der WM in Ruhpolding. Und jetzt jubeln sie der neuen Weltmeisterin in Verbindung mit Synnøve Solemedal an Christine Flatland und Hilde Fenne zu Tora Berger auf den letzten goldenen Metern für Norwegen. Sieg in der Staffel der Frauen. Tolle Leistung der Norwegerinnen, obwohl es am Anfang nicht danach aussah. Und dann die Ukraine wieder mit einer Medaille hier. Das ist die 3. Oh, für Olena Pietruschna und Italien als 3. hier mit auf dem Podest. Karin Oberhofer bringt ins Ziel, was die anderen vorbereitet haben. Vilukina, die Russin, holt Platz 4. Und dann kommt Andrea Henkel als 5. ins Ziel mit 30,9 Sekunden Rückstand. Da ist die Serie gerissen, muss man sagen. Seit 95 deutsche Frauenstaffeln immer mit einem Platz auf dem Podest. 2013 ist das Jahr, in dem das nicht so ist. Erstmals seit langem nicht so ist. Wir haben aber zum Teil richtig, richtig gute Leistungen gesehen in dieser Staffel. Allen voran Laura Dahlmeier in ihrer WM-Premiere. Andrea Henkel hat das versucht, was sie kann. Beim letzten Schießen, die beiden Nachlader, die waren es. Die haben ja, es ihr versaut sozusagen, oder sie hat sich es selbst genommen, diese Chance ganz vorne oder aber auf dem Podest platziert zu sein. Miriam Gössner,
Ja, ein bisschen zu oft nachgeladen, kann man wieder mal sagen. Das Schießen nicht ideal. Und Franziska Hildebrand auch. Zwar eine vernünftige Vorstellung, aber auch keine herausragend gut. Und das sind die Siegerinnen des heutigen Tages. Nach dem zweiten Wechsel noch 14. Dann Sieger, so schnell geht's. Und die Erkenntnis des Tages muss sein, aus unserer Sicht, dass Laura Dahlmeier eine absolute Verstärkung für diese Mannschaft ist und sie nicht die einzige Juniorin ist, die wir haben, die da noch kommen in den nächsten Jahren. Und das ist die Hoffnung für mich, dass wir auch schon nächstes Jahr eine wirklich gute Mannschaft haben, die sich gegenseitig pusht und hochtreibt. Ja, vielleicht sollte man nicht so ganz so schwarz malen und auf ein deutsches Nachwuchsproblem gucken, denn eine Juniorin hat hier ganz eindeutig mitgehalten und auch zum Teil bestimmt, was auf ihrer Runde passiert. Ich will nicht sagen, ein Nachwuchsproblem. Ich will sagen, wir haben einen Nachwuchserfolg bei den Junioren-Weltmeisterschaften. Hat Laura Dahlmeier, Franziska Preuß, die Hinz, Vanessa, alle haben sie Medaillen gewonnen und sind sehr schnell gelaufen. Die machen Druck und Konkurrenz. Und das ist gut, das belebt das Geschäft. Und nächstes Jahr in Sotschi werden wir eine insgesamt stärkere deutsche Mannschaft erleben. Da bin ich ganz sicher. Die Tschechien kommen ins Ziel. Und zum Juniorenthema kann man noch sagen, Hilde Fenne auch hier am Start, auch Juniorin. Da kann man sehen, wie es einer Juniorin durchaus bei den Seniorinnen ergehen kann. Die hat eine Strafrunde geschossen, hat nicht mithalten können hier an diesem heutigen Abend. Anders in der deutschen Mannschaft. Tschechinnen auf Rang 10 nach dem sehr guten Anfang. Mit den beiden stärksten Läuferinnen Witkova und Zukalova am Anfang allerdings. Das war fast zu erwarten. Und das sind die Kanadierinnen, die auf Rang 13 ins Ziel kommen. Und da sehen wir Tora Berger, die Goldmedaillengewinnerin, gemeinsam mit Solemdahl, mit Flatland, mit Fenne hier in dieser Staffel. Das Endergebnis: Norwegen Gold, Ukraine Silber, Italien Bronze, Deutschland auf Rang 5. Nils Kaben, bitte. Jetzt erholen. Biathlon im ZDF präsentiert von Erdinger alkoholfrei. Ja, und jetzt ist die Frau bei uns, die uns ganz toll überrascht hat heute. Herzlichen Glückwunsch, Laura Dahlmeier, zu einem wirklich fantastischen Rennen. Sie haben uns Anfang der Woche, als wir uns das erste Mal gesehen haben, erzählt, dass Sie träumen davon, das erste Mal sozusagen auf der ganz großen Bühne zu laufen. Sah das in dem Traum so ungefähr so aus, wie das heute für Sie persönlich abgelaufen ist? Ja, ich glaube schon. Also das Rennen so war wirklich perfekt, glaube ich, mit 0,5, 0,5, also kein Nachlader. Und im Laufen ist es auch gut gegangen, bei so einer großartigen Kulisse und so, wirklich, ja, wie in jedem Traum. Gar nicht aufgeregt gewesen? Ja, schon ein bisschen, aber ich habe versucht, das ja irgendwie ein bisschen zu verdrängen und mich auf das Wesentliche zu konzentrieren, und ich glaube, es ist mir eigentlich ganz gut gelungen. Sie haben das auch, glaube ich, ganz gut kaschiert. Die Trainer, die wir gefragt haben, die haben alle gesagt, nö, ich glaube, die ist ganz cool. Ja, also es war gar nicht so schlimm. Ich habe natürlich schon mal so Phasen gehabt, da war ich ganz schön nervös, aber direkt kurz vor dem Start ist eigentlich gegangen, und dann, ja, man hat gar nicht so viel Zeit auf 6 Kilometer, sich da großartig damit zu beschäftigen. Aber wir haben zum Beispiel, als Sie zum Stehenschießen gekommen sind, alle natürlich doll gezittert. Wir können uns das ja mal angucken, aber Sie, Gott sei Dank, kein bisschen. Ja, war gut so, glaube ich. Geht Ihnen da was durch den Kopf oder sind Sie tatsächlich nur auf den Bewegungsablauf des Schießens fokussiert? Nein, man versucht da wirklich jede Scheibe genau anzuvisieren und einen sauberen Treffer zu setzen und kann sich da nicht so mit anderen Sachen beschäftigen. Ganz schön zu sehen, wie die Mannschaftskollegen auch alle mitgezittert und mitgefiebert haben, ne? Ja, auf alle Fälle. Wir sind eine Mannschaft, haben das gemeinsam gemacht und ja, ist schön. Und dann haben wir gedacht, als Sie dann auf die letzte Runde gegangen sind, als Zweite, und da haben Sie vermutlich gedacht, also Moment mal, wenn eine Premiere, dann richtig, dann will ich auch mal ganz vorne fahren, so in etwa? Nein, ich habe mir eigentlich gedacht, ich bleibe hinten dran, hänge mich da hinten rein. Und dann aber in der ersten Abfahrt habe ich irgendwie einen super Ski gehabt und bin gleich vorbeigefahren. Da habe ich mir gedacht, gut, dann probiere ich es von vorne. Wir sind dann wieder mal, also war ich mal wieder hinter ihr und dann wieder vorne. Also wir haben da eigentlich die ganze Runde gekämpft. Sie sind ja von der Juniorenweltmeisterschaft hierher gekommen. Ist das so eine Bühne, von der Sie sagen, da bleibe ich jetzt, da will ich nicht wieder weg? Von den Zuschauern auf alle Fälle. Aber ich glaube, oder ich freue mich drauf, auch noch in andere Länder zu fahren. Und ja, vielleicht klappt es ja irgendwann anders auch noch im Weltcup. Und ich habe gehört, Sie sind ja in Oslo, werden Sie dabei sein, in Sotschi und in Ranti-Mansijsk auch. Ich kann mir vorstellen, dass das für Sie ein richtig neuer Schritt ist, auf den Sie sich doll freuen?
Ja, auf alle Fälle. Ich hätte nie damit gerechnet. Mein Höhepunkt war heuer die Junioren-WM. Ist ja gut geklappt. Als Zuckerl habe ich jetzt damit her dürfen zur WM. Und alles, was jetzt kommt, ist auf alle Fälle Zugabe. Und ich freue mich drauf. Sie haben uns viel Spaß gemacht heute. Herzlichen Glückwunsch nochmal dazu. Vielen Dank, Laura Dahlmeier. Und wir machen eine ganz kurze Pause und sind gleich wieder hier zurück in Novo Mesto. Mit einer Tempur-Matratze empfinden Sie ein Gefühl von völliger Schwerelosigkeit. Für den besten Schlaf, den Sie je hatten, besuchen Sie Tempur.com. Stromrechnung, 2 Löcher rein, ab in Ordner, Thema erledigt. So war's mal. Heute gibt's zur Energie mehr Fragen. Sag mal, Eon, wenn Strom immer grüner wird, kann sich das überhaupt noch jeder leisten? Hallo Frau Neuner, daran arbeiten wir. Ein Beispiel. Bereits seit 2001 bauen wir Hochseewindparks mit immer besserer Technik zu immer niedrigeren Kosten. Unser Ziel? Die Baukosten halbieren. Mehr unter eon.de. Einen Moment der Ruhe. Neurexan. Für alle, die unter nervöser Unruhe leiden. Neurexan bringt sie wieder ins Gleichgewicht und hilft auf ganz natürliche Weise bei nervöser Unruhe und Schlafstörungen. Neurexan. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Sie empfehlen? Die Sparda-Banken. In der Kundenzufriedenheit Deutschlands beste Banken. Zum 20. Mal. Das Mobil-Schmerzfluid von Allgäuer Latschenkiefer wirkt gezielt bei Nackenschmerzen, Rückenschmerzen und Gelenkschmerzen. Schnell wieder frei bewegen mit dem Mobil-Schmerzfluid von Allgäuer Latschenkiefer. Wenn's wirklich wehtut, nur in Ihrer Apotheke. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Willkommen in X-Drive Mountain. Dem Ort mit 365 Jahreszeiten. Hier ändern sich die Anforderungen an Ihr Fahrzeug oft in Sekundenschnelle. Doch so unsicher die Wettervorhersage ist, so sicher ist das intelligente Allradsystem BMW X-Drive. So vielseitig wie das Wetter selbst. Erleben Sie BMW X-Drive jetzt in über 60 Modellen. Das aktuelle Sportstudio am Samstag mit dem exklusiven Spitzenspiel Dortmund gegen Eintracht Frankfurt. Schalkes Krisenmanager Horst Held nach dem Auswärtsspiel in Mainz als Gast im Studio. Und der Medaillenjägerin Maria Höfel-Riesch beim WM-Slalom in Schladming. Das aktuelle Sportstudio mit Katrin Müller-Hohenstein, Samstag 23 Uhr. Zurück bei der Biathlon-WM in Nové Mesto, Tschechien. Und wir sehen Thora Berger beim Zieleinlauf, Goldmedaille. Also für Norwegen am Ende eines wirklich dramatischen Rennens vor der Ukraine. Und erstmals auf dem WM-Podest die Staffel Italiens. Für die deutsche Mannschaft hat es am Ende leider nur für den 5. Platz gereicht. Andrea Henkel ist bei Nils Karpen. Ja, und der ist natürlich nicht so fröhlich zumute wie Thora Berger, das kann man gut verstehen. Andrea, Sie haben schon viel erlebt in Ihrer Karriere. Oft ist es nicht ganz einfach zu erklären, was da beim Schießen schiefgelaufen ist. Können Sie das, was da am Stehendanschlag los war? Na, liegend war es ja auch schon nicht so gut. Also es hat lange gebraucht und mir hat halt irgendwie komplett die Lockerheit gefehlt am Schießstand. Und ja, das war ja dann das Entscheidende, weil es ja doch sehr eng war. Ergibt sich das während des Schießens oder ist das schon so, wenn man dahin fährt? Das hat es bei mir während des Schießens ergeben. Also ich wollte dann den ersten Schuss abgeben und habe ihn irgendwie gar nicht losbekommen. Und stehend wollte ich dann halt auf Nummer sicher gehen, weil ich habe gesehen, hinter mir sind ganz viele auf der Leinwand. Und wollte eigentlich ohne Nachlader durchkommen, das war das Ziel. Aber wahrscheinlich habe ich mir da wieder zu viel, keine Ahnung, was gemacht. Haben Sie zwischendurch auch nochmal auf die Anzeigetafel geguckt? Also während des Schießens nicht. Also da habe ich mich auf meine Scheibe konzentriert, da hatte ich zu tun genug. Ist das bei aller Erfahrung dann doch immer noch was anderes, wenn man in Führung liegend ans letzte Schießen kommt, als wenn man, sag ich mal, als Vierte dahin kommt und sagt, jetzt probiere ich halt, egal was geht, und mal gucken, was da nach vorne möglich ist? Na, in dem Fall war es ja egal, ob man es auf die 1 sich gestellt hat oder auf die 5, weil die waren ja gleichzeitig da. Und deswegen
macht das jetzt in dem Moment keinen Unterschied, zumindest nicht für mich. Ist das für Sie jetzt eine Sache, die Ihnen noch etwas länger nachgeht oder relativ schnell abgehakt und volle Kraft auf den Massenstart? Ja, das werde ich noch rausbekommen. Also im Moment ist natürlich schade, dass dann auch drei andere mit dranhängen und das wurmt mich jetzt dann schon ganz schön. Ja, das kann ich verstehen. Ich bedanke mich ganz herzlich für den kurzen Besuch und Rico Groß, der Bundestrainer, ist auch schon da. Rico, das war ja ein Rennen heute auf und ab und wieder auf und wieder ab. Können Sie sich erinnern, in der jüngeren Vergangenheit sowas Dramatisches schon mal erlebt zu haben? Ja, es war auf alle Fälle eine sehr spannende Staffel, die wir heute gesehen haben. Leider für uns mit einem sehr bitteren Ausgang. Schade. Weil Mädels haben gut gearbeitet, haben sich wieder zurückgekämpft und schon ärgerlich, wenn man dann Fünfter wird und bei der Siegerehrung nicht mitmachen darf. Die Trainer sind ja ein ziemlich hohes Risiko eingegangen bei der Mannschaftsaufstellung. Aber das hat überhaupt nicht den Ausschlag gegeben. Im Gegenteil, Laura Dahlmeier hat sich hier präsentiert, wie Sie das zugetraut hätten. Oder überrascht Sie das doch ein bisschen? Also das ist natürlich die Sache, die man gehofft hat, wenn man so einen Zug tätigt. Aber sie hat es wirklich ganz toll gemacht, war sehr gelöst schon beim Anschießen, sehr konzentriert gearbeitet. Und das, was sie heute abgerufen hat von Leistung, das war natürlich sensationell. War sicherlich die Stärkste heute im Team. Und gar nicht so einfach. Sie hat ja an Platz 8, glaube ich, übernommen und die Mannschaft dann auf 1 geführt. Und dann ausgerechnet die Erfahrenste hat dann Schwierigkeiten. Vermutlich doch eher im mentalen Bereich zu suchen als in der Technik, ne? Ja, ich sage es mal, darf man jetzt gar nicht so auf die Andrea abwälzen. Also wir hatten eigentlich schon von Anfang an wieder das, was wir vermeiden wollten. Wir wollten eigentlich von Anfang an mit dabei sein. Und da waren natürlich die drei Nachlader von der Franzi einfach zu viel. Alleine die drei Nachlader schon abgezogen, bringt uns in eine ganz komfortable Situation, auch für die Miri. Die Miri musste dann ein extrem hohes Risiko gehen, erstens auf der Strecke und dann auch am Schießstand. Hat sich auch nicht ganz aufgezahlt und dann konnte die Laura erstmal ein sehr befreites Rennen auflaufen. Das war sehr schön und hat sie auch ganz weit nach vorne gespült, bis wir dann im Endeffekt sogar mal kurzzeitig Erster waren. Was dann auf dem Schlussläufer oder was dann auf einen drauf zukommt, das weiß man nur, wenn man es selber mal erlebt hat. Das ist wirklich eine sehr schwierige Situation und die geht halt auch nicht immer gut. Erzählen Sie mal, Sie haben das ja selbst auch schon oft genug erlebt. Was passiert denn dann mit so einem Athleten? Ja, es ist natürlich die innere Aufregung reicht dieses Stadion. Das ist wie in einem Fußballstadion. Man wird bejubelt, jeder Schuss wird kommentiert, wird gepfiffen oder eben gejubelt. Und das ist dann in so einer Situation auch relativ schwierig zum Wegstecken. Und es ist immer schwieriger, auf Stand 1 zu schießen, als auf Stand 6, 7 rum. Gut, dann bedanke ich mich und ich hoffe, wir erleben noch einen erfolgreichen Massenstart am Sonntag. Vielen Dank, Rico Groß und Füsi und Herbert Fritzenwenger machen weiter. Da sind sie, die Goldmedaillengewinnerinnen von heute nochmal versammelt. Die Norwegerin Hilde Fenne ganz links, dann an Christine Flatland, Synnevis Solemdahl und rechts Tora Berger. Ihr viertes Gold ist das schon hier bei diesen Weltmeisterschaften in Novi Mesto. Und für Norwegen ist das hier ein ganz, ganz besonderer Erfolg, denn einmal Weltmeisterin mit der Staffel waren sie bisher. Das war 2004 in Oberhof, lang, lang ist es her. Und wollten so gerne jetzt wieder eine WM-Goldmedaille. Die haben sie und die Ukraine, die war schon zweimal Zweite bei Weltmeisterschaften, zuletzt 2008 in Östersund mit der Frauenstaffel. Gute Leistung von den Vieren hier. Julia Djuma, Vita Semerenko, Vali Semerenko und Olena Pidruschna, die mithalten konnten. Nicht nur das, die schließlich nur die Norwegerinnen ziehen lassen mussten, als Tora Berger als Letzte, als Schlussläuferin der Norwegerin den anderen keine Chance mehr gelassen hat. Die aber lange, und links sehen Sie Olena Pidruschna um die Medaille, um ganz vorne um das Gold gekämpft haben. Das Gefühl kennt Olena Pidruschna, sie hat ja im Sprint die Goldmedaille gewonnen. Silber also für die Ukraine. Und für mich die Sensation hier in diesem Rennen. Die Italienerinnen, die bei einer WM noch nie eine Medaille gewonnen haben, holen sich Bronze hier. Dorothea Wira als Startläuferin, Nicole Gontier, Michaela Ponzer, die Routinier, Debüt 1998 schon im Weltcup, und Karin Oberhofer als Schlussläuferin, die den dritten Platz verteidigt hat schließlich gegen diejenigen, die von hinten kamen. Und da ist auch Andrea Henkel natürlich zu nennen, die versucht hat, was ging, aber nicht mehr rankam. Zu groß in diesem Fall der Rückstand, den sie sich dann schließlich durch die zwei Nachlader eingehandelt hat. Die Italienerinnen, Glückwunsch zu Bronze hier bei diesen Weltmeisterschaften. Ein für Italien historischer Erfolg.
den wir hier bewundern können. Und hier weiß auf blau nochmal lesen. Norwegen vor der Ukraine, vor Italien. Kommen wir zu Platz 4. Die Russinnen, die unglücklich sein werden über diesen vierten Platz. Ekaterina Glasyrina, Olga Zaitseva, Ekaterina Shumilova und Olga Vilukina. Denn Russland, den russischen Frauen, fehlt nach wie vor eine Medaille bei dieser WM. Natürlich sagen sie immer, Sochi 2014, das ist unser Ziel. Da wollen wir hin, da wollen wir erfolgreich sein. Aber natürlich wird genau geguckt, wie sie sich ein Jahr vorher präsentieren hier bei dieser WM. Und da präsentieren sie sich medaillenlos, was den Druck erhöhen durfte. Schade für diese vier. Schade für Franziska Hildebrand, Miriam Gössner, Laura Dahlmeier und Andrea Henkel. Sie hätten eine Medaille verdient gehabt heute mit den Leistungen, die sie insgesamt gezeigt haben. Vor allen Dingen, Rico Groß hat es gesagt, Laura Dahlmeier, die Jüngste, die Debütantin, die Beste heute. Sie hatten es in der Hand beim letzten Schießen, beim Showdown. Hat Andrea Henkel leider zweimal nachladen müssen. Das hat ihnen die Chance auf einen Podestplatz genommen. So wird es jetzt dieser fünfte Platz hier bei diesen Weltmeisterschaften. Aber das müssen wir noch mal sagen, nach einem insgesamt tollen Rennen, bei dem sie zwischenzeitlich dank Laura Dahlmeier in Führung gelegen haben. Hohes Risiko bei der Aufstellung. Nadine Heuchler raus. Laura Dahlmeier, die noch nie auf einer so großen Kulisse, abgesehen von der World Team Challenge auf Schalke im Dezember, aufgetreten ist, vor sich hatte, die das aber bravourös gemeistert hatte. Und die Glückwünsche derweil von den Französinnen, die spekuliert haben, natürlich nach 6 Silbermedaillen bei Weltmeisterschaften auf den Platz, an dem sie stehen, auf den goldenen Platz. Nochmal die Namen der Französinnen: Anna Ibescon, Sophie Boyer, Marie-Laure Brunet und Marie Doreen Haber. Das die Damen aus Frankreich. Da stehen sie als Sechste bei dieser sogenannten Flower-Zeremonie. Die Siegerinnen, allesamt sind sie das. Auch wenn nicht alle den Weg ganz nach oben auf das Podest haben finden können. Dieser 4x6 Kilometer Staffel. Die letzten beiden Ausgaben haben Teams aus Deutschland gewonnen. In Ruhpolding und davor in Hanti-Mansisk. Jetzt sind es die Norwegerinnen und mit diesen Bildern zu Alexander Ruder. Ja, und falls Sie sich eben noch gefragt haben, wer dieser Hüsi neben Herbert Fritzenwenger ist, das war unser Reporter Martin Hüsener, so sein schöner Spitzname, Sven. Es war wirklich ein Rennen mit Höhen und Tiefen. Ich glaube, ich darf sagen, wir haben auch richtig mitgefiebert. Am Ende dann Platz 5. Schade oder ist das der Sport? Das ist natürlich der Sport. Schade, dass es keine Medaille geworden ist. Aber schön war auch, dass die Spannung da ist. Anders als beim Mixrennen. Wir haben gesehen heute, war wirklich Spannung drin und man hatte was zum Greifen nahe gehabt. Aber wenn wir jetzt mal analysieren, das Rennen lief natürlich los, dass die Tschechinnen mit den beiden besten Starterinnen von der Tschechei, also von den Tschechinnen, erstmal für das Rennen gesorgt haben, dass eine gewisse Unruhe entstanden ist und die Etablierten bzw. die Favoriten hatten die besten Läuferinnen hinten reingesetzt und dadurch hat sich das schon ganz schön durchgemischt. Und bei den deutschen Damen, Rico Groß hat es gesagt, am Ende einfach zu viele Nachlader. Es fing mit 3 bei Franziska Hildebrand im zweiten Schießen an. Ne? Das waren zu viele Nachlader, wenn man das jetzt betrachtet, für die Medaille. Und es war auch so, dass, wenn man Norwegen bedenkt, die waren ja ganz weit weg, da muss ich gleich nochmal auf die Liste gucken, die waren Platz 17, 14, 4 und dann zum Schluss im Ziel vorne bis 1 Minute 23 Rückstand. Das war schon sehr heftig und das zeigt auch, wie unruhig auch das Rennen für Norwegen gewesen ist. Und diese Unruhe setzte sich natürlich auch bei den Deutschen fort und auch diese Nachlader zu viel gewesen. Wir haben es am Anfang prognostiziert und leider war es auch dann der Fall. Lass uns mal beim letzten Schießen bleiben von Andrea Henkel. Fand ich ganz interessant, was sie gerade im Interview gesagt hat, dass sie während des Schießens quasi die Lockerheit verloren hat. Ich meine, du hast es auch oft genug erlebt. Wie passiert sowas? Wir sehen hier das letzte Schießen. Also wir sehen das letzte Schießen. Sie trifft den ersten Schuss und es ist so, dass diese Unruhe da war. Und wenn man bedenkt, es lief vorher mit der Laura Dahlmeier fast perfekt. War eine Sensation, dass sie vorgelaufen ist auf 1. Und mit diesem Druck musst du auch als etablierte Läuferin oder Athletin dann laufen. Und man muss sich alles neu erkämpfen. Das ist nicht so, dass es Vorschusslorbeeren gibt. Und darum weiß natürlich auch die Andrea das. Und das setzt sich dann alles so weit fort. Und wenn eine Staffel vom ersten Läufer oder von der ersten Läuferin etwas ruhiger gelaufen wird, nämlich ruhig in dem Sinne, dass die Plätze bleiben, ähnlich wie bei den Italienerinnen, das lief etwa gleich, auch die Russinnen waren immer so etwa in einer Position, da waren nicht so große Wechsel, Hoffnung und Tragik und wenn man diese Ruhe ein bisschen in der Staffel auch hat, dann setzt sich das von Athlet zu Athlet fort und dann fühlt man dann auch viel besser oder eine Sicherheit dann beim Schießen.
Aber es ist schon irgendwie trotzdem erstaunlich. Wir haben Andrea Henkel in den letzten Tagen auch ganz genau beobachtet. Die war wirklich hier locker. Die hat immer ein Lächeln auf den Lippen gehabt. Die hat die letzten 40 Schuss ins Ziel gebracht. Und dann passiert dann sowas, ne? Das ist eben der Sport. Und es wäre ja verheerend, wenn sie jetzt diese Sache im Sport ins Leben ziehen und sagen, wir wollen unser Leben ändern. Das ist Sport, das ist die schönste Nebensache der Welt. Und Gratulation den Siegern. Und ich denke mal, wichtig ist auf ein neues und Blick nach vorne. Blick nach vorne ist ein gutes Stichwort, wenn wir auf Laura Dahlmeier zu sprechen kommen. Ich darf sagen, Sven Fischer hat zu mir während des Rennens gesagt, als Laura Dahlmeier das zweite Mal Null geschossen hat, Junge, sagt Sensation. Gibt es dafür kein anderes Wort? Ja, man muss sich vorstellen, sie ist 19 Jahre, sie kommt neu hier rein. Eine gewisse Unruhe ist normalerweise immer da. Und sie spult ihr Rennen ab. Und das ist eben das Wichtige. Sie hat erfolgreiche Wettkämpfe bei der Juniorenweltmeisterschaft in Obertiljach erreicht. Und sie kommt natürlich mit einer gewissen Ruhe auch hierher. Und sie schießt hier, wir sehen das so schön, im Stehen schießen. Und als ob nie was anderes gewesen wäre, man trifft. Und sie zeigt auch damit, dass es geht. Und sie zeigt auch damit, dass das Training funktioniert hat, dass auch sie sagen kann, ich bin gut vorbereitet, auch das Trainingssystem der Deutschen stimmt. Und es ist halt wichtig, dass wir diese Ruhe zwischen Start und Ziel auch mitnehmen, auch für die Zukunft und nicht einfach uns dann zu beunruhigen lassen nach dem Ziel bis zum nächsten Start. Und ich denke mal, das ist eben wichtig, dass man das weiterhin dann forciert und trainiert. Hat ja gerade, wir haben es gesehen, auch verdientermaßen die Glückwünsche im Ziel entgegengenommen. Ich hatte fast ein bisschen Angst. Herbert Fritzmann hat es ja auch gesagt, sie hat, glaube ich, auf der ersten Strecke schon 12 Sekunden aufgeholt. Dachten wir, na, vielleicht geht sie ein bisschen zu schnell an, aber weit gefehlt, ne? Sie ist sehr gut gelaufen, aber man muss trotzdem dazu sagen, dass immer diese Zeit relativ ist. Man läuft ja auch in der Konkurrenz, vielleicht auch in den einen oder anderen, die als Führende läuft, die nicht so sehr gut läuft. Ich habe ja eingangs gesagt, die Tschechinnen haben ihre beiden stärksten Läuferinnen vorne reingesteckt und sie waren auch gleich beim Wechsel vorne dran. Und dann kommt eine in Führung liegende, nicht ganz so gut laufende und dann relativiert sich natürlich dann auch die Laufzeit. Aber nichtsdestotrotz, sie ist sehr gut gelaufen, auch ein beherztes Rennen gelaufen und 05, wie wir als Biathleten sagen, ohne Nachlader. Und das ist mit die Grundlage und darauf sollte man aufbauen. Miriam Gössner scheint ihr Schießproblem nicht richtig in den Griff zu bekommen. Wieder 6 Nachlader heute. Das sind nicht 6 zu viel, aber einige zu viel. Das sind ein paar Nachlader so viel. Sie hat viele Teilleistungen hervorragend geschafft, sowohl im Liegen mal fehlerfrei, mal im Stehen fehlerfrei, jetzt wieder ein paar Nachlader. Ich denke, die Analyse für sie ist immer wichtig, dann auch zu erkennen, was habe ich denn richtig getan, was waren die richtigen Handlungsprozesse, dass ich treffe. Und wenn wir hier sehen, rechts von Miriam Gössner, die Windfahne bewegt sich leicht, das muss ein Athlet auch dann peripher noch mitbekommen. Und es ist ja so, man muss immer noch dazu sagen, ein fehlerfreies Schießen, wie auch von Laura Dahlmeier, ist immer zu besonders zu erwähnen, weil es nicht normal ist. Also wirklich normal ist es, dass hier und der ein oder andere Fehler passiert. Das ist auch völlig regulär. Aber halt in einer Staffel für Gold bzw. für eine Medaille müssen alle 4 Athleten fast perfekt laufen. Es war ein spannendes Rennen. Es hätte fast eine Medaille gereicht. Am Ende war es Platz 5. Da bleibt unterm Strich die erste WM seit 20 Jahren ohne deutsche Medaille für eine Frauenstaffel. Ja, muss uns das Sorgen machen? Schade, nee, Sorgen machen muss uns das nicht. Wie gesagt, Laura steht auch als Beispiel, beziehungsweise noch andere. Juniorinnen-Namen möchte ich jetzt nicht nennen, weil sie sollen in Ruhe sich weiter vorbereiten. Aber es sei ja auch gesagt, dass Junioren-Weltmeisterinnen auch in der Staffel auch da sind. Sind noch, also noch einige da, aber die brauchen auch eine gewisse Ruhe und eine Vorbereitung für die Zukunft. Aber es ist nicht dem Anspruch entsprechend, ne, der deutschen Damen? Das ist richtig. Man darf jetzt auf den aktuellen Athleten nicht drauf rumhauen und sagen, ihr habt das jetzt nicht erreicht. Da liegen auch natürlich ein paar Sachen in der nahen Vergangenheit oder auch in der fernen Vergangenheit mit zugrunde und das gehört jetzt nicht hierher, sondern in eine Trainersitzung nach okay, der Saison. Alles klar. Sven, sowieso machen wir jetzt einen harten Schnitt, werden ein bisschen literarisch. Olga, Mascha und Irina sind die wohl berühmtesten 3 Schwestern in der Literatur, in dem gleichnamigen Bühnenstück von Anton Tschechow. Wer wüsste es nicht? Es gibt auch hier im Biathlon 3 Schwestern, die heißen Elisa, Selina und Aita, kommen aus der Schweiz. Hier sehen wir sie, sind heute die Staffel gelaufen. Und weil das ein absolutes Novum ist, dass 3 Schwestern hier in einer WM-Staffel laufen, hat sich Anja Fröhlich mal den 3 Damen aus der Schweiz angenähert. Drei Schwestern, eine Leidenschaft. Biathlon. Elisa, Aita und Selina. Die Gasparin-Schwestern. Die am meisten Abfall nach Elisa. Ist blond, erstens. Und ja, sie ist vielleicht so die frechste oder die mal die verrücktesten Gedanken hat und sich dann auch mal dementsprechend in Szene setzt oder mal
austickt oder so. Elisa, die Mittlere, lacht sehr gerne, sorgt für gute Stimmung. Aita und ich, wir sind vielleicht eher ein bisschen konzentrierter und vielleicht zielstrebiger, nicht ganz so locker wie Elisa, aber ich glaube, die Mischung macht es dann aus. Beim Familienspiel Activity wird die Harmonie deutlich, die unter den dreien herrscht. Eine für alle, alle für eine. Besonders die Jüngste genießt Welpenschutz. Doch, das ist schon so, dass sie sich um mich kümmern, aber das schätze ich sehr. Und das ist auch sehr schön vor dem Wettkampf, wenn man nervös ist, nach dem Wettkampf, falls es nicht so gut gelaufen ist. Elisa, 21 Jahre, Selina, die Älteste mit 28 und das Nesthäkchen Aita, gerade 19 geworden. Zickenkrieg kennen die drei nicht. Wir haben uns noch nie gestritten um die Männer. Vielleicht eher umgekehrt. Kein Wunder, dass das starke Geschlecht die drei umschwärmt. Mit den Waffen einer Frau. Redegewandt, mehrsprachig. Sie beherrschen eine Geheimsprache. Wenn dann Romanisch und zwar immer dann, wenn uns niemand verstehen soll. Dann ist es schon praktisch, wenn man so unterwegs ist. Romanisch findet man nicht oft Leute auf der Welt, die auch Romanisch sprechen können. Die drei teilen fast alles, haben die gleiche Konfektionsgröße. So oft fehlt mir was und das sehe ich dann wieder bei ihnen. Also das fängt bei den Socken an und hört irgendwie beim Haargummi auf. Also. Unzertrennlich die drei Schweizerinnen Aita, Elisa und Selina. Ja, besonders schön finde ich die gleiche Konfektionsgröße. Könnte bei uns nicht passiert, Sven. Lass uns noch ein Wort zu den Norwegerinnen und Tora Berger sagen. Beeindruckend dann am Ende, ne? Also sie hat wieder unter Beweis gestellt, dass sie die Königin des Biathlonsports aktuell ist. Also sie hat so viel jetzt auch erreicht und auch diese Staffel wieder so weit nach vorne gebracht. Wie gesagt, 1,23 war der weiteste Rückstand. Und auch eine junge Fenne, ähnlich wie auch Laura Dahlmeier in dem Alter, hat dann eine Strafrunde geschossen. Das zeigt, dass auch mal ein Fehler ausgeglichen werden kann. Okay. Das letzte Wort zu dieser Damenstaffel gehört dem Ergebnis der Schweiz, nämlich die sind am Ende auf Rang 14 ins Ziel gekommen, wollen noch nach vorne schauen. Morgen die Männerstaffel um kurz nach drei hier im ZDF mit folgenden Männern. Simon Schemp, Andreas Birnbacher auf zwei, hier sehen wir die vier Herren, Arndt Pfeiffer auf drei und Erik Lesser als Schlussläufer. Ja, der hatte bei dem letzten Rennen, bei dem Einzelrennen hat er fehlerfrei geschossen zum Schluss. Ich denke, das hat ihm auch so nochmal eine Stärke gegeben, dass er eben auf Rang 4 sein kann. Auch eine kleine gewagte Sache, aber wie gesagt, Risiko gehört dazu. Risiko gehört dazu, hat heute bei Laura Dahlmeier wunderbar geklappt. Trotzdem, die Männer sind natürlich morgen im Zugzwang, haben noch nicht das erreicht, was sie sich vorgenommen haben hier bei diesen Weltmeisterschaften. Sven, lieben Dank für heute. Wir sehen uns dann morgen wieder. Ich hatte es gerade schon mal angekündigt, um kurz nach drei melden wir uns hier von der Biathlon-WM aus Nove Mesto. Aber es gibt morgen einen unglaublich langen Sporttag, der von 9.45 Uhr an beginnt. Da zeigen wir Ihnen gleich, was drin zu sehen ist. Wir beide wünschen Ihnen jetzt noch einen schönen Abend. Machen Sie es gut. Bis morgen. Ciao.